nur so ein paar Leute, die. Ich filme jetzt einfach einmal dieses Klo. Ja, Karl hat gefurzt, wir sind geflohen. Das wird voll das tolle Feedback. Das wird ein richtig gutes Feedback. Lass mal jetzt hier Feedback hinschreiben. Was sogar? Ja! Alter, richtig schön ist das. Wirklich. Scheiße. Hey, warte mal, ist da nicht die Muttermilbe? Jetzt machen wir noch ein Let's Play. Ist alles drin in diesem Feedback. Zeig mal deine Kloschlippen richtig. Mach ich. Oh yeah. Zieh mir das schon so. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, das kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2018. Sag mal, ich war letzte Folge nicht da. Du warst letzte Folge nicht da. Nee, ist jetzt peinlich. Ich habe mir in der letzten Folge ein Smartphone gekauft. Währenddessen, ja? Live. Ja. Ist das nicht ein bisschen, schämst du dich jetzt nicht? Ich schäme mich, ja doch, ich fühle mich doch ein bisschen eklig jetzt. Ich habe hier so ein so cleveres Selfie. Telefon, ich habe hier so einen cleveren Sebastian R. Wenn man dich Rookie nennt, ist es vielleicht schon ein bisschen... Aber du musst das ja wissen und so. Wie ihr seht, sind wir hier wieder vollzählig, nicht vollzählig versammelt und große glänzen... 110 Mann heute. Und glänzen mit Desinteresse und Abwesenheit. So. Nee, das mit dem Smartphone kam jetzt daher, weil der erste Kommentar gleich von Gunde 619 ist. Keine Frage, ein paar Fehl. Und er sagt nämlich, ich soll mir ein richtiges Smartphone kaufen. Das war's. Und der ganze Satz ist formuliert als Frage, warum ich kein Smartphone habe. Und jetzt habe ich hier ein hässliches Telefon. Schon, also jetzt. Aber damit kann ich übrigens schöne Selfies machen. Gell? Ich habe dir schöne Selfies geschickt. Ja. Kriegst du auch Selfies? Ich muss mir extra schicken. Schickst an jeden, Telefon. Oder? Die nur kennen Selfies. Naja, ich könnte jetzt... Ja. Über Sekunden könnte ich ein Selfie machen. Selfie-Master geworden. Ja, ist so. Kannst du Werbung für diese tolle App machen? Um das kurz zu erklären, Kunde. Welche App? Nee, ich nenne sie Beauty-Cam, aber sie heißt zum Glück nicht so. Übrigens ist das hier der Rücki, um das nochmal zu sagen. Hi. Der hat gesagt, hier, ich will mal da sein. Und jetzt ist er mal da. Jetzt bin ich da. Geil. Er ist da. Berühmt als Ringer. Er ist berühmt als Ringer. Wir haben nämlich die Freisuf-Party in der Kirche gemacht. Die war voller Erfolg, war ganz toll. Und ich habe nur so nebenbei Ringen gemacht, ja, also so ein kleines Turnierchen mit 16 Mann. Ich hatte so Glück, dass ich gerade mein Ende. Ja. Also ich sag mal. Aber wie ich gesehen habe, wie Hallo Robert fertig gemacht hat, das war schon. Es war noch irgendwas anderes. Achso, du warst der andere, der den. Nee, warte mal. Doch, doch klar, doch. Finale, ja klar. Ja. Das war schon geil. Wen hast du im Finale gekämpft? Und das Ding ist. Das Ring war ja nur so als Geigelei nebenbei gedacht. Aber beim Finale standen. Aber beim Finale, da standen alle drumherum und haben das abgefeiert und dachten, Alter, geil, geil. Und haben richtig gejubelt, als er dann gewonnen hat. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Nee, war wirklich gut. Kriegt ihr jetzt den goldenen Umberto? Hm? Hast du mit? Nee. Ey, wo sehe ich die Spiele, die draufgeschmeißen? Du bist doch nicht mal im Video. Hör doch mal auf, hier reinzulabern. Weiter unten. Da siehst du doch hier. Was? Nee, weiter unten. Ja, siehst du schon, da sind die doch schon die drei. Da. Kennst du die drei Opfer, genau. Drei, Junge. Das ist jetzt, Kalle arbeitet an seinem Image des Desinteresses. Ich konnte Journey übrigens immer noch nicht durchspielen, weil das dann immer wieder auf eine Demo springt. Hä? Ja, ich hatte das ja mal von dir. Ja. Und irgendwie ist es jetzt... Hallo, hast du nicht... So was würden wir nie tun. So halblegale Sachen. Es ist, du hattest ja deine Playstation mal kaputt und du hast mal meine benutzt. Hm. Und hast dann Journey gespielt. Und dann habe ich gesehen, du hast es nicht gelöscht. Und dann habe ich mal... Aber es war nur die Demo, also ist alles safe. Das, Journey ist nicht die Demo, das ist voll. Ja. Ja, mein Smartphone. War ich nämlich fresh im Laden und er meinte, yo, hast noch eine halbe Stunde Zeit. Spielst jetzt Journey. Dieses tolle Angebot anzunehmen, also habe ich dieses tolle Angebot angenommen. Und das klingt echt gar nichts. Ja. Und da dachte ich mir, also mein Handy war ja kaputt und so. Ich glaube, das war im letzten Feedback auch schon kaputt. Phantom Zero sagt nämlich, Haie sind cool, Mann, Haie sind geil, da rede ich immer gerne drüber, gute Besserung. Und ja, Kai, achso, ja, gute Besserung gilt, glaube ich, dir, weil du das letzte Mal Bauchweh hattest. Ja, fast eine Blinddarmverscheidung. Wie hat man denn fast eine Blinddarmverscheidung? Ja, weil es sich vielleicht entscheidet hat. Fast, ja. Was ist denn vor allem das hier? Warum ist denn das grün und warum sind denn da Kräuter Sour Cream, hallo. Das ist übelst lecker.
Ja, gute Besserung. Ich lebe wieder. Ist jetzt irgendwie anderthalb Monate her, aber gute Besserung bitte. Kai ist ein echt lässiger Geselle, mit dem ist gut Kirschen essen, klare Sache. Aber jetzt mal Ernte. Was war denn nun vor dem Urknall und wie endet alles? Was meint ihr dazu? Was findest du erstmal zu Kai? Wir hatten Kai das letzte Mal. Der Kai. Ich mag Kai ganz sehr. Wenn du das jetzt siehst, Kai, bitte ertränke mich nicht wieder. Der Weimarer Kai. Mhm. Na cool. Wie ist der denn nicht ertränken wollte? Ertränke mal Bier. Er war immer nett zu mir. Er wollte mich ertränken. Also, ja. Und er wollte meine Mutter einmal töten. Kai. Ja, Kai hat halt die gute und die schlechte Seite der Macht. Kai ist halt der Babo. Und je nachdem, wie es in den Wald hineinruft, schallt es zurück. Weißt ich habe nicht reingerufen, ich habe ihm lediglich eine Zigarette geschenkt. Und er wollte mich deswegen ertränken, weil ich ihm keine weitere Zigarette schenken konnte, weil ich keine mehr hatte. Deswegen wollte er mich echt in den Brunnen ertränken. Das ist eine Rachtus. Das ist eine Schauergeschichte. Ich hau dir eine rein. Das ist natürlich darauf hin. Kai ist mit der klassischen PlayStation 3 überfordert. Schön. Yo, was ist nun mit dem Urknall? Ne, vor dem Urknall, da war nichts. Ja, da war das Ei. Ja. Oder das Huhn. Beantwortet es ja in den Kommentaren. Ich würde sagen, du sagst uns jetzt, was vor dem Urknall war, wie alles endet und was wir dazu meinen. Das ist nämlich eine Frage, die nichts mit uns persönlich zu tun hat. Da kannst du jetzt direkt mal reinkrätschen. Warst du nicht Physik, Leistungskurs oder so? Ja. Aha. Bei Herrn... Bei Herrn K. Herr K. Herr Paul. Ja, okay. Warte mal, was haben wir immer gesagt vor dem Lehrern? Frank Thorsten. Oder was meinst du? Nee, die Abkürzung. Ach, schmaulig. Schmaulig. Nee, aber mit K, warte mal. Schmunterstab. Der hat auch Astro gemacht. Ich glaube, den hattest du nicht. Du kennst aber Herrn K. Herr K. Ach, Schmoch oder was? Korrekter Typ. Herr Schmoch. Herr Schmoch? Herr Schmoch. Fällt jetzt gar nicht auf. Herr K. Scheißegal. Muss mal piepsen. Nee, ich weiß doch nicht, was das mit dem Urknall zu tun hat. Ich hatte eine Vertretungsstunde beim Herrn Schmoch. Und ich kann mich nur erinnern, dass er irgendwas gesagt hat, irgendwie so, ich glaube, es war die Leute, die Mädchen, die magersüchtig sind, der Prozentsatz und so. Und um das zu betonen, hat er die Klappe von dem Polylux so ganz langsam runtergemacht. Das sind 30% an dieser Schule. Das ist das Einzige, was von dem Typen war. Aber Herr Schmoch, den mochte ich eigentlich, der war cool. Den hatten wir in Informatik. Ja, dann war das auf jeden Fall der. Ja, das war ja schon. So ein bisschen Mr. Bean, oder? Ja, so eine leichte Anwandlung, so, ne? Ja. Ja, vielleicht erzählen wir auch noch gleich, wo er wohnt. Ist doch scheißegal, weißt du, Alter. Er wohnt übrigens mit Herrn Schmerkel zusammen. Wirklich? Ja. In einer Wohnung? Ja, die haben, oder ich weiß nicht mehr, ob es noch so ist. Kreuzen die ihre Schwerter? Das weiß ich nicht. Mit Herrn Schmerkel? Ja. Herr Schmoch und Herr Schmerkel. Da steckt der Name halt auch wirklich drin. Deswegen wird das auf jeden Fall gepiepst, Robin. Bestimmt. Du hättest es nicht gesagt, wirst du niemand mehr Herr Schmerkel. 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 Robin, ich hab sicherlich nichts. Nee. Herr Hodes, mach mal Afro-Frisur. Der ist jetzt leider nicht da, weil der arbeitet. Der muss dringend arbeiten. Außerdem malert er seine Wohnung. Er macht eine Ausbildung bei Kaufland. PS. Nein, der malert seine Wohnung. Er macht eine Ausbildung bei Kaufland. Hallo. Den Leuten noch. Arbeitnehmer. Er wird mal ganz groß rauskommen, ja. So Schubladen einräumen und sowas. Nein, ei. Ja, Nils damals immer. Du musst nämlich immer spiegeln im Laden. Und als wir dann für die Freisuftparty Alkohol gekauft haben, habe ich schon ganz viel verrückt, damit er das dann wieder gerade spiegeln muss. Wow! Die Sache muss er dann? Aber nicht auf meine Katzenattacke. Doch, sie muss da irgendwie runter. Krass. Boah, dieses smarte Smartphone, wie toll das alles ist. Und die geht dann wieder raus, ne? Bubka, Penis, Schmetterlingslatze, ich verstehe nicht. Wo sind Herr Hodes Taschentücher? Verstehe drück ich nicht. Mal, Herr Hodes, ey, bist du ganz am Anfang? Ja, drei. Ich glaube schon. Hast du irgendwo so einen Enterhaken? Ich überspringe mal die ganz uninteressanten Romanen. Also, jetzt zum Real Talk. Für Feedback 20 fliegt ihr extra so eine Billig-Cosplayerin ein, aber ich werde außen vor gelassen. Das ist ganz schön offensiv. Wer denn? Na, Phantom sieht schon. Achso, ne, der war wohl. Und wer ist die Billig-Cosplayerin? Ich werde jetzt nicht sagen, dass das... Rika. Ach so. Die das letzte Mal da war. Ja, die ich aus dem Turnier gehört. Ich will ja nicht sagen, stimmt. Dass ja. Er noch so wie, oh scheiße, das ist ein Mädchen, soll ich mich jetzt anstrengen oder nicht? Und ich natürlich gleich, ich habe ja meine Lehrer aus dem Video gezogen. Ja, es wäre nämlich voll sexistisch gewesen, hätte er sich nicht voll angestrengt. Das ist kein Grund zu randalieren. Nee, das hast du schon gut gemacht. Ich wollte mal betonen, dass der Phantom Zero, wie oft war der schon mal irgendwo in der Stadt und... Hat ewig gebraucht, um den Weg bis zu jemandem zu finden und sich wirklich dämlich verlaufen hat. Einmal? Nein. Echt? Er hat sich wirklich auf dämlich starte. Einmal war er Richtung Weimar West und einmal ist er dann Richtung Belvedere. Ja, aber das ist ja das ist schwierig. Nein. Zweimal war. Ja, aber innerhalb von derselben Stunde.
Aber wie oft er schon hier war. Egal. Das ach ist so. Es ja. Ach das ist zweimal, wenn man erkennt den Weg. Ja, peinlich fände sie mal. Peinlich. Lutari oder so. Ich muss erst eine Währung dran haben. Weil Kitty heizt die Chili da ein. Das muss ich sehen. Oh fuck, jetzt habe ich hier irgendwie gesucht. Ich bin halt echt nicht so krass. Du kannst mir halt einfach mal angucken. What a sick German lesson. Ja, ja. Fellow Zero sagt man. Wir haben nämlich echt gute. Alter, was passiert denn hier gerade? Spider Mike sagt an den Leser vom letzten Mal: Alter, spart ihr den dunklen Turm von diesem King? Ich habe selten so einen Rotz gelesen. Kann ich nicht bezeugen. Er drückt. Geil, Kalle. Ja? Jo, Bubka, Penis, bla. Ja, Feedback, Usa, beste beim Abendessen und dazu ein Bierchen. Welchen Sentiment ist einer von der älteren Generation? Stößchen. Typ. Und in deinem Zuckerwasser ist Koffein drin und das ist auch eine Droge. Kabam, Gunshot, feiert. Ja. Alter, das Spam der übrigens vom Rika ist ja süß. Oh. Ich weiß, wer Rika noch süß findet. Jessica Liebre ist übrigens lesbisch, längste Common-Schlange der Welt. Ja, seit Kalle sie geküsst hat, ist sie lesbisch, würde ich sagen. Jessica Nigri. Aha, passt da nicht auf, ja? Nicht so laut, die Lady ist hier bitte, ja? Ey, mach mal wieder auf. So, ich habe jetzt den Vor angeschlossen. Du hast irgendwie Rika und Jessica Nigri in einem Satz irgendwie gesagt. Und da wolltest du warten. Sind lesbisch miteinander. Deswegen war das. Ist es normal, dass hier der Strom so auf dem Heizungsgerät liegt? Das ist ganz normal. So. Scheiße, siehst du? Dieses Smartphone. Die schwierigste Stelle hier. Warum ich behauptet habe, das Leben sei mit 27 vorbei. Das Problem mit dem Altwerden ist, dass man ab einem gewissen Alter Dinge nicht mehr tun darf, die eigentlich Spaß machen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Skateboard unterwegs bin, treffen mich Blicke, die sagen, oh, sieh mal, wie peinlich, da kann wohl jemand nicht erwachsen werden. Deswegen lasse ich es wohl oder übel damit sein und passe mich meinen Mitmenschen an. Dasselbe also trifft zig weitere Hobbys zu. Man darf es tun, aber du willst es nur nicht. Ja, eben. Das ist ja, das geht ja, das ist ja kein offizielles Verbot. Du kannst es ja trotzdem machen, Alter. Du, Mann. Du kannst ja aber auch ein bisschen einscheißen, deswegen. Gell? Du kannst es aber auch einfach das machen ist und doch nicht voll das, was ich hier dauernd sage. Lass dich doch da nicht so fertig machen. Lass doch keine Shenanigans mit dir machen. Und das nochmal gesagt. So. Also ich trage Lunikopf-Schuhe und Lunikopf blamet mich dafür vielleicht auch, aber ich mach's halt trotzdem. Das könnte sehr falsch bei den Leuten sein. Die Schuhe sind nicht vom Sänger von Larsen. Wo kommt wie, das hin? Le Pet sagt, Viva la Gesellschaft. Du könntest in Richtung Müllsacken werfen. Aber ja, sei du doch die Veränderung, die du mal hast. Aber dann ist es in der Nähe. Dann muss ich es auch nicht mehr so weit wegräumen. Siehst du? Übelst gut. Nee, jetzt mal ernsthaft, ey. Nee, kannst du irgendwie was zu essen? Nein. Das habe ich doch auch schon oft gesagt. Wenn Daniel jetzt mit seinen fast 30 Jahren, ja, wenn er jetzt Lust hat, Nuckel zu lutschen, dann soll er das halt machen. Nur weil das sonst nur Babys machen, warum sollte er das nicht machen können? Das ist doch völlig okay. Und die Leute, die da mit dem Finger drauf zeigen, weil ich Ende 30 bin, ja, der älteste hier noch. Ende 40 fast. Fast. Also, ich eigentlich stark auf den 50er zu. So. Ja, die wissen vielleicht gar nicht, wie lecker so ein Nuckel schmeckt. Der schmeckt nicht. Entspannt. Maggie schreibt, seid ihr noch am Machen? Soll ich dir sagen, dass wir noch soll am Machen mal herkommen, sind? Ne? Kannst du mal einladen? Weil dann sind es hier vielleicht 10 Leute. Maggie, komm mal her, wir sind noch am Machen. Du kannst auch auf Kalles Schoß sitzen. Ja. Der ist ganz warm. Und weich. Eigentlich nicht. So. Und weich. 75B. Wenn du nicht drauf sitzt. 75B. Genau. Naja. Maggie ist ja als 75B bekannt. Hier, ja. So. Hier war er. Echt? Ja. Hallo! Tja, Kalle, das ist doch wenn gesehen. Er nicht immer nur zocken würde, gell? Wie er darauf wartet, dass dann hätte ich das nicht mitbekommen. Achso, ich ja. Hab's auch mitbekommen. Nein, du hast das letzte Mal nicht mitbekommen. Ach ja, falls Daniel die Welt der Lebenden verlassen sollte, würdet ihr dann ein Casting durchführen, um die freie Stelle besetzen zu lassen? Wie viel müsste man hinblättern, um in die engere Auswahl zu gelangen? Also, ich wäre schon dafür, dass wir dann ein Casting machen. Ja, aber du mit deinen 27 Jahren, der dann, das ist übrigens derselbe. Also da bist du hier ein bisschen falsch, du. Da musst du noch was an deiner Einstellung ändern. Aber Ende 30, 27, das passt dann schon fast. Ja, aber ne, die Menschen gucken dich auch komisch an, wenn du als Weihnachtself mit sehr engen Hosen durch Erfurt läufst. Und das musst du dann auch machen. Mir ist egal. Du musst dann auch Robin besiegen im Pink Battle. Ja. Weil das ist ja nicht so schwer, aber mir ist auch egal. Im Prinzip ist es uns allen egal. Alter Leute, so, Neon Sox Forever, hallo. Maggie hat uns eine Audiodatei gesendet. Also, das ist wichtig.
Achtung. Ton ist aus. Achtung. Das ist das Auto. Wie lange denn jetzt noch? Weil ich bin jetzt noch auf das Auto warten. Aber auf das Auto warten. Und ich weiß nicht genau, wo meine Mutter jetzt los wird. Ich denke so gegen 8. Aber ich glaube, so lange macht ihr nicht mehr, oder? Nee. Also so gegen 8 könnte ich da sein. Das ist das doch voll der Deal, oder? Ja, das ist ja kann sie noch mit Magic spielen. Hey, nein, Alter, das ist. Kann noch mit Magic spielen. Fast anderthalb Stunden. Ja, da kannst du noch mit Magic spielen. Kannst du noch mit Magic spielen. Ja, ich weiß. du kannst noch mit Magic spielen, aber Feedback ist, glaube ich, nicht sehr viel länger als 8. Peace. So, weiter im Text. Immer. Ich habe auch nur die guten Decks mit. Also, bei mir sind alle gut. Dann macht ihr noch eine richtige Notrunde. Aber. Wo wollt ihr? Bei der Uni. So. Neon Sox Forever sagt, Moment, ich habe gesagt, dass ich älter als 13, 14 bin. Nicht, dass ich so alt bin. Nur, dass ich hier, nur das hier nochmal richtig zu stellen. Ja, Neon Sox Forever. Oh, shit. So. Haben Sie einen Nahkampf? Ja. Kampf haben Sie gesagt, die Haare sind gar nicht echt. Hier ist noch so ein komischer Kommentar. Punkt Grapenis, wie man so schreibt, irgendwie kommt immer irgendwas, was Verstörendes an den Daumen. Ja, Penis. Ja, Alter, Bubka Penis ist aus King of Beans. Und King of Beans ist ganz toll. Bubka Penis. King of Beans ist ganz toll. Er erzählt nämlich der Duck seiner Carrie ganz fröhlich, hey, ich habe heute ein Paket ausgeliefert an Bubka Penis. Und ich finde das nicht lustig. Und er sagt immer wieder, hallo, das ist nämlich lustig. Du singst es lustig. So. Bubka Penis, bin mir immer noch nicht sicher, wie man das schreiben soll. Wo sind Herr Rodes Taschentücher? Es ist irgendwie nachts oder so. Ja, also ihr habt wahrscheinlich das letzte Feedback nicht gesehen. Wir haben nämlich den zweiten deutschen Teil mit Rika gefilmt, und zwar nachts um 3. Ja, nachts um 3? Ja. Und wir waren sehr, ich erzähle das schon gar nicht mehr, Kalle, der ist gar nicht da. Ja, da bin ich gar nicht mehr da. So, und das war nämlich voll. Hallo, du hast gesagt, es für mich. Ja, aber vielleicht auch einmal. Ich will bitte nur die benutzen, die Daniel vorher benutzt hat. So, danke. Was war jetzt nachts um 3? Ja, das war nämlich total durch. Da ging echt gar nichts mehr klar. Nee, bei wem habt ihr das gemacht? Bei dir oder was? Nee, in Munzur. In 2. Ja, aber Munzur mag das doch nicht mehr, wenn wir da spielen. Ja, spielen. Ja, aber Feedback ist okay. Ist halt die Logik des Chefs. Die Logik des Chefs. Ja. Nächstes Mal spielen wir beim Feedback. Magic. Ja. Alter, voll die Tarnung. Wie viel lange das da dauert, ey. So, Kollege links sieht aus, als ob er Landwirtschaftssimulator mit Lenkrad, Pedale und Oculus Rift spielen würde. Das geht übrigens gegen Dion. Ehrlich? Ich trau dem das zu. Lass doch mal den Sebastian jetzt auch was erzählen. Ja, Sebastian. Erzähl doch mal eine Pointe aus deinem Leben. Eine Pointe aus deinem Leben. Ich viel zu erzählen. Ich kann eine Pointe erzählen. Das ist nämlich unsere Lehrerin in Deutsch, Frau Schmunterstab, es Pointe genannt hat. Pointe? Pointe. Das hat ja nicht Sebastian. Schmunterstab. Das stimmt. So. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich die überspringe, die nur so heißen wie Bubka, Penis, Schmetterling, Lanzen, Action. Die tragen jetzt nichts dazu bei, was Wiki hier uns jetzt sagen will. Chinchi sagt, ich habe keine Zeit mehr für die Feedback-Runden, scheiß Abi. Das müsste ja jetzt so halbwegs vorbei sein, ne? Abi? Ja, so ein bisschen, ne? Das ist schon im Juli oder so? Irgendwie sowas. Da hast du ja jetzt Zeit. Kommt ihr mal nach Österreich? Nee. Österreich ist scheiße. Das ist ziemlich hässlich da. Oh, nee, shit. Bestimmt geht's so. Irgendwann mal nach Österreich. Oh, safe. Ja, du machst keinen Schaden. Geht mal in die Schweiz. Noch? Da besuche ich ganz tolle Leute. Ja, warum gehen wir nicht ich mal nach Japan. Österreich? Ja, irgendwann bestimmt, aber ist jetzt nicht auf der nächsten. Na, auf dem Weg nach Italien fahren wir vielleicht durch. Naja, ne. Das war's auch. Ja, was ist denn mit Italien? Was ist denn jetzt mit dem Auto? Lass es mal klar. Mein Vater hat's hingebracht. Echt? Es ist jetzt. Ist der erste Schritt ist getan. Der erste Schritt ist getan. Wie heißt es denn in Dings so Januar in Rom? Ist es da trotzdem noch warm? Ich weiß nicht, ob es bis Januar fertig ist. Aber es wäre schon cool, wenn wir jetzt irgendwie über den Winter, Frühjahr fahren würden, da könnte ich tatsächlich mit. Ja, aber also wenn 10 Grad in Rom sind, ist es ein bisschen dünner. Ja, ist egal. Das ist ein bisschen dünner, ja. The Benny 101 sagt, kann sich Kalle mal in sein Asshole fucken. Kalle, mach mal. Was soll das ich will fucken? Ich soll mich in mein Asshole fucken. Ja. Sagt The Benny 101 mit einem Obama-Bild. Benny.
Woher du gelacht hast, die Katze. Das wird ja bestimmt. Ich glaube, die Katze wird raus. Benny aus unserer ehemaligen Stammkosten. Hier so viele geile Menschen. Geh mal hoch, Benny. Benny, Schlange. Schlange. Oh, da hast du wieder. Krokodil, also Heinrich, sagt: Ich finde ja, das T-Shirt mit Robins Gesicht ist der Brenner. Wer will auch sein T-Shirt haben? Ich nicht. Robin. Ist gut. Außerdem ist der schwarze Balken ab 2 Stunden 10 Minuten unprofessionell. Herodes hat seine Taschentücher gefunden. Alter, wie viele das alleine kommentiert haben, das ist der Hammer. Was hat er denn mit seinen Taschentüchern gemacht? Martin Schiefkot fragt mich, Herodes oder Kalle? Ich sage Herodes, der beteiligt sich nämlich mal aktiv. Echt mal. So. Würde ich auch sagen. Oh, hier ist eine englische. How do you say surprise, motherfucker? Überraschung, Mutterficker. Denke, machen die Englischen? Oder ist das anders? Nee, da bin ich halt gerade drüber gestolpert. Aber Überraschung, Mutterficker ist natürlich echt gut. Überraschung, Mutterficker. 2012, Nelo Angelo. Schaut ihr eigentlich auch mal Animes oder lest Mangas? Wenn ja, welche? Wenn nein, wieso nicht? Fuck, Alter. Du musst dann auf jeden Fall noch deine fucking Geschenk-Ding abholen. Alter, fucking. Die habe ich nämlich vergessen mitzunehmen. Ich spoilere dich jetzt nicht aus. Du weißt es schon. Er weiß es schon, ja? Er weiß es schon. Alle wissen es schon. Alle wissen, wenn du nicht da bist. Ich, hab's ja ich war ja in Japan und habe ein so ganz nette Geschenke mitgebracht. Ich habe, soll ich mein eines. Kann ich dir mal zeigen? Ja. Ja, kann ich dir nicht voll mit angeben. Wenn das passt Geschenk. Vor allem übelst zum Thema, Mann. Ja. Schaut ihr eigentlich auch Animes oder lest ihr Mangas? Ja, Fullmetal von Mofu. Was? Fumofu? Ich habe diese übelst grandiose Detektiv-Conan-Figur gekriegt. Das ist übelst geil. Auf seinem Skateboard. Und jetzt reden wir noch über Elfenlied. Ja, Elfenlied haben wir. Black Lagoon. Stimmt, alle voll. Spiegeln gesehen. Sich auch die Gläsernägel. Schade. Hast du Death Note gesehen? Nein, aber es steht auf meiner Liste. Weil es soll übelst geil sein. Ist auch übelst geil. Übelst geil. Ich habe mich immer noch nicht durch Attack on Titan durchgewurstelt. Da ist mich dann echt mit der Zeit ein bisschen abgetört. Da habe ich mir das nicht gewohnt, auf Japanisch mit Untertiteln zu gucken. Ich muss vorher erstmal Japanisch lernen und dann das so gechillt gucken. Yo. Ja, ich habe ganz, ganz viele Detektiv-Conan-Bücher von früher noch. Ganz toll. Bestimmt 40 Stück oder so. Ich habe 2 oder 3 davon hier. Alte, macht jeden Scheiß. Das sind über 500 Folgen oder so, aber das sind auch nicht alle Story-relevant oder so, habe ich mal gehört. Nee, natürlich nicht. Alle 30 oder so. Aber ja, ist trotzdem gut. Mach mal einen Stuntsprung. Vor allem gibt es ja irgendwie doppelt so viele Deutsche, wie es Deutsche schon gibt, gibt es schon wieder japanische Folgen, die halt noch nicht synchronisiert wurden. Das ist übelst hart. Ich glaube, ich habe geguckt bis Folge 230. Das ist ziemlich hart hier, wenn das stimmt, was du gesagt hast. Und die gehen jetzt ziemlich schnell weg. So. Neolangelo sagt. Atrium kann ich durchaus empfehlen. Echt? Wieso? Das Subway und die Massagestühle im Saturn sind für mich das Highlight da drin. Aber die Massagestühle kosten doch Geld, oder? Nein, im Saturn nicht. Das ist auch immer gemacht. Da kannst du ja testen. Ja, da kannst du ewig sitzen. Das ist so geil. Ganz hinten gab es noch so eine Entertainment-Abteilung, da haben Victor und sich und immer so lange reingesetzt, bis wir rausgeschmissen wurden. Liefen immer irgendwelche geilen Filme. Ice Age und so. Übelst geil, Film. Übelst geil, ja. Ja, aber es ist halt geil, wenn du in so einer höchsten Entertainment-Halle da. Alter, du hast Also in so einer höchsten Entertainment-Lounge. Lounge. In der Chillout-Lounge da dich hinsetzen kannst. Ja, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Mhm. Jo. Der hatet doch indirekt das Atrium, oder? Atrium ist voll geil, da gibt's nämlich ein Orsay. Also muss ich auch sagen, Subway im Atrium ist so das Beste von den drei Subways hier. In gibt es da Unterschiede? Da muss ich an die Bane mit. Aber halt mehr wie ein englisches besser. Bane ist Englisch. Er muss doch so wie er lebt. Mach doch. Zivilperson 3087, wie seht ihr euer Leben in 20 oder 30 Jahren? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euch auseinanderlebt, in Klammern, wie es bei vielen starken Freundschaften passiert? Werdet ihr immer noch Pranks oder neue Dancer-Videos von euch hochladen? Oder könnt ihr euch vorstellen,
dass ihr eines Tages eine eigene Familie habt und das Ganze im Nachhinein betrachtet albern findet. Die Frage finde ich sehr interessant. Die sollte Sebastian beantworten. Also, den Plan hatte ich auch mal. Ich auch gut, Wirst du in 20, 30 Jahren noch einen neuen Dancer-Suit machen? Ja, ich glaube. Dann wird dann der erste kommen bei mir. Also mein erster Gedanke bei der Frage ist, ob sich so ein Format wie ein neuen Dancer, also ich gehe jetzt mal von meinen neuen Dancers aus, so diese One-Take-Dinger, ob die sich 30 Jahre halten, ob die 130 Jahre dann noch fresh sind. Ich glaube, in 30 Jahren gibt es das schon, da ist schon so krass Scheiße. Das sind dann halt irgendwie 500 Folgen oder so. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, aber musst du bedenken, in 30 Jahren. Das ist ja wie Detektiv Conan dann. 30 Jahren bin ich 55 und wenn man dann sowas macht, kommt es natürlich noch geiler. Dann bin ich Ende 60. Ja, stimmt, dann bist du Ende 60 und dann wird es richtig gut. Bist du da nicht schon irgendwie 100 oder so? Ende 70 fast. Ende 70 Pink Battle? Nee, aber ohne Spaß, das habe ich mir schon so oft überlegt. Wie geil ist es, je älter du wirst, desto weniger denken auch die Leute, dass du die verarschst bei vielen Sachen. Wenn du ein Rentner bist und die Leute verarschst. Das wäre geil. Das ist ja mega geil. Das sage ich doch. Das ist absolut genial. Wenn du ein junger Wanz bist und sagst, ey, hier. Ich bin angerollt, komm, mit 70, mit Ende 70. No, Baku. Die Leute denken sofort, du verarschst sie und so. Aber wenn du echt mitten im Leben stehst. Wenn du so alt bist, dann denken die, du bist so serious. So. Ja. Das macht ja doch eh nicht. Und dann kackst du da aufs Eis oder so. Ja. Oh, guck mal, schön. Steffi wollte es sagen. Kann sein. Was wollte ich denn sagen? Genau, bei TV Total war. Du kennst es bestimmt, Kalle. Du bist nämlich TV Total Nazi. Mach die Tür. Wer war denn das? Mach die Tür. Das war auch so ein alter Mann, der als Türsteher die Leute verarscht hat. Das war nämlich auch übelst geil, weil er so alt war. Ach nee. War's ein Türsteher? Ja, aber halt ein Opa, der ist dann irgendwie gestorben. Ich kenne ihn nicht. Herbert, Hansi, ja, was hat er gemacht? Walter, Werner. Na, Höhö, mach die Tür. Ja, also war das. Türsteher. Nein, das war ein Opa, der an dem Abend bei seinem Club die Tür gemacht hat. So. Und der hat halt die Leute verarscht. So, Ausweiskontrolle, oh nee, gefällt mir nicht, kommst nicht rein und so. Keine Ahnung. Und das war nämlich geil, weil es ein alter Mann war. Und die Leute da nicht davon ausgehen, dass ein alter Mann die verarscht. Es gibt auch schon so ein paar Formate, so wie Older is Best und so, das finde ich auch ziemlich lustig. Ja. Oder hier, das mit den Dicken gegessen. Best Friend Lang. Ja. Meinst du, oder? Ja, nee, wir hatten das mit den Dicken. Da machen so fette Menschen die ganze Zeit verarschen, so auch die Leute, ist auch ziemlich lustig. Das gibt's auch mit Behinderten. Paralympics hieß es, glaube ich, auch versteckte Kamera. Das war sogar echt gut. Der eine hat nur so einen halben Arm und macht, telefoniert dann so und sagt dann hier der Penetrator und so und ja, mit Kondom und so. Und das ist schon, wenn das Behinderte machen, so muss es gehen. So muss es passieren. Das ist ziemlich lustig auf jeden Fall. Alle Behinderten müssten so sein wie Peter. Die dann halt sich auch. Ich weiß gar nicht mehr, ich hab's zu lange nicht gesehen, aber halt übelst geil. Irgendwie. Oh fuck man. Also genau auf ihre Behinderung abgepasst. So irgendwie, was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein, wenn dann irgendwie einer im Rollstuhl sitzt, ja, wenn zum Beispiel eine Rolltreppe hochlaufen. Wenn jemand. Ja, also. Ich wenn weiß jemand einfach Hand amputiert ist oder so und dann jemand in die Hand gibt oder so. Ja. Irgendwie. Und dann fällt halt die Hand mit raus. Jetzt nimm doch mal den in den Mund. Immer nur ein. So, jetzt habe ich den übelst hochgeschlagen. Und die Kommentare ist weg. Scheiße. Ach doch, hier. Also ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal... Ich habe gestern bei Venice Gaming gewinnt. Album. Oh, ich schnell, werde. Ja. Auf jeden Fall. Jo, also ich glaube, solche Videos zu machen, dass je älter man wird, immer besser. Wegen den Leuten und so. Gell? Ja, wird immer lustiger. Ich glaube, wir werden uns nie auseinanderleben. Diese enge Beziehung. Ja, wenn ich halt meinen lustknappen Daniel nicht an der Seite hätte, dann wäre ich auch ganz schön traurig. Weil, und so hinten rum und so, ihr versteht, was ich meine. So. Ja, verstehe ich schon, ne? Gell? Willst du mal mitmachen? Du? Die Sebastian wollen wir im Reihen? Ich bin schüchtern. Kleines Sandwich? Ganz schüchtern. Wir was aber wir machen es vor der Kamera. Ja? Achso. Wir ja, machen das Sandwich. Ja, auf jeden Fall. Das geht gerade ab. So, ja, so ungefähr, ne? Mal gucken. Rodes hat doch gefunden, Pupka-Penis, Schmetterlingsresonanze. Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Wir haben am Ende drei oder viermal gesagt, schreibt mal das und das in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin überhaupt noch guckt. Das waren Pupka-Penis, Schmetterlingsresonanze und Herr Rodes Taschentücher. Schmetterlingsresonanze. Also übergehe ich jetzt das mal. Aber wir wissen trotzdem, wer die wahren Fans sind.
Ja, auf jeden Fall. So, Gonzo in the Sky. Ich weiß nicht, ob die Frage schon mal gestellt wurde, aber mit welchen Kameras, Mikrofonen arbeitet ihr eigentlich? Falls es schon mal beantwortet wurde, wäre es cool zu wissen, wo. Was ist das für eine Kamera? Aber für dich machen wir das auch gerne nochmal. Also Kalle kommt ja immer mit seinem Telefon an und hat dann immer so, ja. So kleine. Das machen so unbedeutende YouTuber wie, wie heißt der? Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Er heißt Vitali XDTV. Irgendwie so ein paar Millionen. Dabei ist die Soundqualität von der GoPro hier im Amt viel besser. So. Von der GoPro. Und die Kamera. Jetzt muss er ablesen. Das ist eine gute Frage. Die Kamera ist auf jeden Fall eine Sony HDR irgendwas. Warte. 730E. Nein, Sony HDR CX730. Alter, was passiert? Das ist garantiert, ich habe keine Ahnung. Du willst schon. Nee, das ist garantiert du. Nee, warte, Basti. Leute. Ist Basti. Also, wisst ihr jetzt die Kamera? Übrigens, die eingezogene Kamera darf ich jetzt wieder abholen. Vom Hannibal-Video wurde die eingezogen. Maggie, Alter, was geht denn ab, Mann? Alter! Wenn Maggie nicht Alter, mein Telefon hört halt nicht auf zu vibrieren, Mann. Basti! Du halt auch, Mann. Alter! Mein Telefon! Alter! Mager! Alter, Leute! Stift, Alter. Ich bin ein bisschen nach Liebe, bist du ernst hier? Leute, Alter. Maggie und so. Wir machen dann bis lange, aber du kannst nicht Magic spielen, weil du schlecht bist. Oh. Müssen wir es dir beibringen oder so. Keine Ahnung. Mach doch, was du denkst, aber spam mich ja nicht so voll. Wir sind hier mit einem Feedback. Sehr peinlich. 75B. Alter. Also jetzt ist es. Musst du da mitmachen? Da hat er angefangen. Von dir krieg ich wenigstens ein Foto. Ich lade mir jetzt einen Spam-Bob. Ein Spam-Bob, Alter. Also wenn ihr bis hierhin guckt, könnt ihr mal Spam-Bob runterschreiben. Ja, das ist gut. Spam-Bob. Anna schreibt, dass du blöd bist. Kalle und Daniel schreiben mir das auch. Sperm-Bot. Schön. So. Ach, Leute. Ne, jetzt reicht's. Jetzt gibt es auch Spam. Ich guck mich mal so ein gruseliges Teil. Hanna, möchtest du nicht Bier? Hanna, nee. Ey, warum seid ihr alle so uncool? Ich kaufe übelst Bier für die Runde, keiner trinkt. Einer hier, der Rücki trinkt. Heute haben wir Feedback gelernt, wer kein Bier trinkt. Ja, also an seiner Stelle würde ich mir unscheiß, würde ich echt mal. Krass. Ja, wenn du vorgegeben bist. Glüh doch jetzt hier schon. Gell, glüh doch mal vor, Alter. Glüh, dass die Bier wackelt haben. Alter, da ist doch. Jetzt muss geglüht werden. Glüh dich zu, du bist so kalt. Danke. Hast Robin das Bier geöffnet? Komm, schüttel doch mal deine Kamera. Ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Doch wurde sie. Gerade eben, als ich so vorgelegt habe. Das schafft Robin auch nicht. Ja, zur Genüge. Ja, GoPro ins Hemd und die andere Kamera, die eingezogen wurde, darf ich jetzt in Erfurt wieder abholen, was echt ganz schön scheiße ist. Verkackt. Am Ende vom Adolf Hitler Video ist dein Gespräch über einen Schulausflug und behinderte Weiber. Wo habt ihr das denn her? Hört sich ein bisschen nach Wayne's World an. Ich vermute eher, dass das in dem Lied ganz normal enthalten war. Oder? Kalle? Welchen Lied? Aha! Ja, aber am Ende von Adolf Hitler! Ich habe heute ja meinen Manager, der alles beantwortet. Der weiß das aber nicht, der Manager. Klar, wie war die Frage? Das ist auf jeden Fall Teil von dem Lied. Irgendwas von Adolf Hitler am Ende von irgendeiner Rede. KIZ haben Adolf Hitler gemacht. Ach, wirklich? Ach, du meinst, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es, du meinst es mit den Behinderten. Da geht es dann so, boah, ja, der hat so eine Behinderte, voll weggefickt auf dem Klo und jetzt steht er voll drauf. Das war, ich weiß auch nicht, wo, das ist bestimmt aus irgendeinem, also ich schätze mal aus irgendeinem deutschen Jugendfilm, so crazy oder, also ist nicht aus crazy, weil ich, da wüsste ich, dass es da so vorkam, aber irgendwie sowas. Kika? Glaube ich auch nicht. Also, Krimi.de? Kannst du echt schwer einschätzen. Das war doch der, vielleicht weiß ich auch jemand. Lukas hat es doch gesagt. Lukas, ja. Heil Hitler! Heil Hitler! Ah, ja. Heil Hitler! Jetzt kann ich mich auch erinnern. Hey! Habt ihr mal darüber nachgedacht? Das auch auf der Playstation. Nee, das nicht stimmt. Nee, das Video nicht stimmt, ein anderes. Nein, das Demo-Tape. Das Demo-Tape habe ich. Musste ich haben. Habt ihr mal darüber nachgedacht, nach Tomorrowland zu gehen und da euer Ding durchzuziehen? Allgemein Festival. Hoch, ja. Hoch. Ey, ich bin ja immer noch dafür, dass wir noch auf ein Festival gehen. So auf dem Ring und so und dann so ein Scheiß.
Ja, Rock am Ring, Rock am Ring ist dieses Jahr schon Trailer Park, Toten Hosen, Foo Fighters, Slipknot. Im Trailer Park schieben sich wieder irgendwelche Baseballschläge. Ja, gut, da wahrscheinlich nicht. Aber. Könnt ihr mal einen Spider-Man-Prank machen? Was ist denn jetzt schief? Das war noch keine 100 Kommentare. Ja, ich gebe mir mal, na gut, ich bin nicht da, aber die DVD, heute kam der Trailer für die DVD raus. Okay. Der sieht wirklich vielversprechend aus. Das kommt erst im Dezember. Ja, aber das sieht echt vielversprechend aus. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Trailerpack so geil, ja. Drei Stunden Backstage macht der. Ist der hier, ist das Ding, der nicht Alligator nicht? Ja. Nee. Ja, doch. Der macht immer nur die Hooks. Die Hooks, ja? Ja, okay, der hat doch ab und zu auch mal. Also entweder haben wir echt mit diesen Fragen, mit diesem schreibt mal das und das rein. Nein, haben es alle nur reingeschrieben, oder? Dass nur so Spam da drin ist, aber das sind trotzdem keine 100 Kommentare, die ich hier gerade... Wie er sein Handy dreht und also er ist halt auch nicht so versiert. Nein, das Ding ist halt, dass ich übelst einen Chips-Schmand an meinen Fingern habe. Das sind keine 100 Kommentare, Mann. Bitte. Das ist schon das letzte... Hast du dein Smartphone jetzt nicht zurecht? Nein, du hast doch nicht alle vorgelesen, oder? Na, also alle, die hier angezeigt sind auf jeden Fall, aber es steht halt da, alle Kommentare 100 und das sind nicht 100. Soll ich jetzt auch nochmal gucken? Mach halt. Mach halt. Auch schön. So, dann schiebe ich jetzt den einen englischen dazwischen, ich schneide es einfach raus. Du schneidest das, ja? Du machst so Bane-Print. Hey, Ben Howard, you were the only one with an English question, so here it is. Oh, Batman. Somewhere. Shit. Ben Howard is awesome. War das letzte Ben mit Cosplay Gamescom? Yeah. Before I get to my question, I would like to say NoSelfDefo is my favorite channel on YouTube. All of your videos, even your early videos, are original and entertaining. I've been watching your videos for a very long time and I hope you get more success and internet famous. My friend, my first question is, do you watch anime? Holy shit, we had this question in the German part. And you say, if you do three good ones, Death Note, Attack on Titans, and Nicki Mirai. The last one is the only one I Nicki Minaj? Don't know. Nicki Mirai. I don't know. Do you know Nicki Mirai? Yeah. I also like Elfen Lied. And yeah, we had it in the German part. Here he is. And you have to watch Full Metal Alchemist. Furufu? Was ist denn Furufu? Also oder Panic. Das klingt voll Furufu. Oder Panic. Es ist nicht Full Metal. No, not Anime. Yeah, so anime are awesome. I was in Japan and Japan is awesome too. And Black Lagoon. Das klingt so. Yeah. Nice. Do you watch Game of Thrones? No. No. Not yet. A lot of TV show questions. Sorry, I have no life. Yeah, TV shows are awesome. You have to watch Game of Thrones, by the way. Yeah. Otherwise, I'm gonna spoiler you. Welches Symbol haben die Baratheons auf der Flagge? What camera do you use for your... Das war eine Frage, Robert. Another question. Welches Symbol? Baratheons. Baratheons, was nee, ich sag jetzt einfach Löwe. Ich sag jetzt einfach mal. Hirsch. Gut. Ist gut. Jetzt kann man heute wirklich wissen. Aber das schneidet gegen Maggie und wir haben beide Schattenwolf genommen. Schattenwolf sind die Starks, Alter, bist du peinlich. Ja, sorry for the German. Shit. Aber dann sind wir schon fertig mit Englisch oder was? What camera do you use for your pranks? In the middle of the English part. Is another question we had in the German part. No, he's cutting this out. Yeah, I'm cutting the German as the English part aus because of. Aus. You know. He's the master cutter. So. Let me tell you again. Yeah, we had it in the English part. And it's Sony HDRCX730. 2.4.1 megapixels. 7.8. Still. Sony. Still image. Zero. Recording. Sony. Dolby. Creator S-Master, X-More R balanced optical steady shot, size, wide,
10 Times Optical. Sony, Carl Zeiss. Yeah. Nee, 1337. You got it? That's it. It's pretty cool because. Now you got it. It has some special. Low-looks filter. Yeah, it has low-looks, but it also has some. Dude, I already said it. Steady shot bullshit. When you shake with your hands because you are so anxious, oh my god, the eye of the camera, the. Carl Zeiss. That's right. Yeah, now he's understanding. You know what I mean? I was in Japan, in Tokyo, and I was in a Sony building, and there were two cameras on shaky platforms, you know? One with and one without this new. Moving thing, shit. Yeah, and those crazy Japanese people, yeah, they are so tricky. They zoomed in the camera without this shake shit. Shake shit is a nice word. They zoomed in the picture because then it looks even more shaky, you know. And then this one was without zoom, and that's why it has. Whoa! Awesome, you know, cheetah. That's it. Yeah, so now you know what camera we use, and now the English part is over, and we can go back to German. Yeah, and, he's cutting this out. Cut. So, was gibt's jetzt hier? Yo. Ja, ich habe jetzt nicht mehr. War das die 20. Feedback 20 das letzte? Ja, richtig. Dann hatte ich das geöffnet. Alter, und jetzt hast du den Zug gemacht. Nö, ich gucke jetzt nochmal bei der Startseite. Hallo, Just Reflex hat noch geschrieben. Was denn? Ich bin der dritte Liker, oh mein Gott, ich bin was Besonderes, haha. Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Hä? Das kann Sebastian beantworten. Ja. Was sagst du dazu? Ich war der erste Liker. Ah, ja. Jetzt würde ich aber mich. Ja, Just Reflex, ja, weil ich am Arsch. Eine Frage an Tina. Bitte anrufen, wenn nicht anwesend. Robin. Du musst Tina anrufen. Warum kommt denn jetzt hier? Na, jetzt, Tina ist im Ausland, ich werde Tina anrufen. Spucken oder schlucken? Ist die Frage. Ja, ruf an. Anna, du wirst an Tina, für Tina? Ja. Schlucken. Schlucken? Ja, ja. Hey, hier sind auf einmal viel mehr Fragen. Das ist übrigens gut, aber wo kommt die Musik her? Spaß. Bist du das, oder? Nein, die Musik, die kommt definitiv von dir. Die kommt aus deinem Handy. So, bist du das? Bist du das? Ja. Ja, einziger. Ach, das ist die Werbung. Scheiße. So, Leute. Also ich hab jetzt hier... Ja, hier sind auf einmal ganz viele Fragen. Hier sind auf einmal echt ganz viele Fragen. Robin, Raid 2, bester Actionfilm seit Terminator 2? Ja, auf jeden Fall. Weil Terminator 2 ist eh nicht so der allerbeste für mich, von daher. Ne? Also ich fand Raid 2 auch besser als Terminator 2. Gell? Ich nicht. Schon geil. Nicht? Terminator 2 ist wirklich... Ich hab lange nicht mehr gesehen. Aber du hast halt auch keine Ahnung. Zeitloser Klassiker. Dann hast du gesehen, wie die bei Raid 2 sich zerwamst haben? Das kann Arnold nicht, der kann nur gut aussehen. Ja. Aber so richtig drauf haben tut er es nicht. So, liest du jetzt welche vor? Oder der pumpt nämlich nur auf Masse. Ja, aber in dem Film gab es Effekte, die zu der Zeit nur einmalig waren. So. Ja, zu der Zeit. Aber für einen zeitlosen Klassiker muss der ja auch heute noch. Ja, und das ist es ja auch. Dadurch, das ist ja damals so moderner. Ja, aber gibt ja trotzdem weiter Besseres. Das ist richtig. Siehste, haben wir es doch. So, Ghost ich, nein, lass jetzt mal oben lieber anfangen. Ja, 5 Days Ago. 5 Days Ago? Ne, ich bin jetzt bei Nomash. Ich habe jetzt nach Top-Kommentare sortiert. Oh, nein, nicht nach Top-Kommentare. Doch, wir machen jetzt Nomash, damit ich das wiederfinde. Boah, ich habe Spaß. Keine Zeit, das Video zu gucken. Kann mir jemand sagen, ob er Rodes sie doch gefunden hat? Ja, hat er. Aber wenn du in Zukunft nicht guckst, wirst du geschlagen, wenn du das nächste Mal hier bist. Herr Rodes Armloch hat sich auf jeden Fall gelohnt, nicht zuletzt... da ich mich so gut an wie gar nichts an dem Abend erinnern kann. Somit sehe ich das auch alles zum ersten Mal. Seine Frage beantworten wir nicht. War der voll, oder? Ja. Nee, das war halt übelst spät. Wir waren alle total... Wenn du das so ordnest, kann ich hier nicht mitlesen. Wir haben irgendwas vorher noch gemacht. Warum kannst du nicht mitlesen? Weil die nicht bei mir nach Top geworden sind. Dann ordne sie doch mal nach Top. So, wo mache ich denn das? Na oben, wo steht ordnen? Hey, der ist Top Comments, aber bei mir ist Top Comments Just Reflex. Schlimm. Das ist schlecht. Ja, ich wurde gedacht, Gastfreundschaft. Aha. Jawohl. Oh, er tüt. Geht doch. Nein, der wird doch heiß jetzt. Warte. Endlich mal jemand, der cool ist. Herr Rodes, gib doch mal Watch Dogs Namen jetzt. Von Johann Faust. Was? Herr Rodes hat geantwortet, raff ich nicht. Alter, wenn wir das so durcheinander beantworten, ich finde das niemals beim Schnitt, Alter. Ne Spaß, sagt Lepet.
Hey, den habe ich vorhin schon vorgelesen. Ich kenne kein Bang Bang, ich kenne sein Cover, seine Musik oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? Hey, von wem ist denn das? Von Nomash. Oh. Und Kameratyp sagt, ich meine, seine Erfahrung mit Kugeln aus nächster Nähe. Was passiert denn hier eigentlich gerade? Kameratyp hat auch noch 12 kommentiert. 12 Kommentare sind da noch. Kameratyp hat auch kommentiert, Herodes hat sie doch gefunden. Ja, ist das durch hier, ey. Kameratyp ist doch das gleiche. Stainable, der macht sich hier populär und das mit dem Gesicht von Heiligen Jaw. An die Wand sollte man ihn nageln. Nomash, wenigstens habe ich ein Profilbild. Spaß. Stainable, denkst du jetzt, du wärst Tupac? Nomash, ich habe keine Ahnung von Knarren, aber die sehen gut aus. Mein Blutrausch verlässt jetzt die Straßen des Wahnsinns und weicht menschenentfremdeter Brutalität. Ich spiegel mich in dem Fenster und denke, dass Tupac noch lebt. Jaw hat schon alles mal gesagt. Stainable, vielleicht muss man deswegen auch so lange auf sein neues Album warten. Nomash, Geheimtipp, auf seinem Splash-Auftritt gab es ein paar neue Tracks. Nur gibt es die nirgends mehr zu sehen, außer auf meiner freien Festplatte. Muhaha. Kameratyp, kennst du... Achso, gut, das hatten wir schon. Ja, Spider-Mike hatten wir schon. Herr Rode, es gibt doch mal Watch Dogs Namen jetzt. Hab ich doch schon vorgelesen. Alter, du musst die Frage jetzt wieder einblenden. Das heißt, was das für ein Cutter-Schnitt wird hier? Wiss ich nicht. Doch. Crime over, ich habe keine Zeit, das Video ganz anzuschauen. Sag mir bitte... Wann ihr mir beantwortet habt, wieso Herr Rode sein VW-T-Shirt getragen hat. Das haben wir im letzten Feedback getan. Musstet ihr das letzte Feedback machen? Hast du das schon von XD vorgelesen? Warte, da kommt noch eine Antwort. Daniel macht jetzt ein bisschen Druck. Ja, Zivilperson, 30. Aber du liest jetzt so schnell. So einfach geht das nicht, Freundchen. Da geben sich die Jungs so viel Mühe, ein halbwegs anständiges Video zu produzieren. Und du willst dir nur die Rosinen daraus picken. Was haben dir diese Jungs angetan, dass du der Meinung bist, sie verdienen deine Aufmerksamkeit über 2 Stunden hinweg nicht? Das Spiel du, ich trinke. Dass du gerade keine Zeit hast, kauft dir niemand ab. Du wägst dich auf dünnem Eis. Kommt schon was? Nein. So. Sagt er. Kommt schon was? Alter, ist das schon wieder hier. Und? Genug? Nein. Das war's jetzt, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die man zweimal vorlesen kann. Kann sich Kalle mal sein Arschsohl fucken? So. Also hast du jetzt von XD vorgelesen mit dem Trollface? In Darmstadt findet der Verkehr in Darmstadt. Babum. So. Oh, ist das? Bubka Penis, ist das richtig? Bestes Feedback ever. Atrium kann ich durch... Das ist halt jetzt hier total durcheinander. Ich glaube, also ich hab's jetzt halt hier geordnet. Ich glaube, ich sollte das trotzdem weiterhin so machen wie vorher. Das mit Screenshot und dann die englischen schon markieren und so ein Spaß. Herr Rodes, soll ich The Changeman von dir was ausrichten? Ich glaube, der Herr Rodes ist echt voll der Fan vom Changeman. Aber es sind nicht so viele Kommentare. Richtet den mal aus. Na, 100 steht oben drüber und das ist eigentlich schon relativ viel. 104 habe ich. Das ist halt so viel Bubka-Penis-Scheiße. Nee, steht nicht 104, bei mir steht gar nicht. Dann bist du schlechter als mein Smartphone. Nicht dein Handy, du bist schlechter. Schlechter als sein Smartphone. Ich hätte jetzt nochmal einen vor, ja? No. Von Prime Over. Ich habe gerade keine Zeit, das Video ganz anzuschauen. Hatten wir schon. Sag mir bitte, wann. Hat man schon? Cberus 22, Respekt an die Leute, die es schaffen, die vollen 2 Stunden, 29 Minuten und 36 Sekunden durchzuhalten. Gute Besserung, Daniel. Den habe ich auch schon gelesen. Oh, hier ist noch ein wichtiger. Von TheBenny101. Aber wenn wir den schon hatten, der ist gut. Kann sich Kalle mal an seine Asshole packen. Also der ist echt gut. Den benden wir hier nochmal ein. Den hatten wir noch nicht. Starke Sache. Von Skillhouseful. Oh, hier ist eine neue. Chalafir, guter Mensch. Ich habe diesen Tag wirklich verkackt. Habe versehentlich bis 18 Uhr geschlafen und dann auch noch ein langes Feedback, das ich mir anschauen muss. Was kann ich tun, um meinen Biorhythmus wieder in sozial kompatible Bahnen zu rücken? Tipps oder Erfahrungsberichte? Kalle? Ja. Kalle schläft immer bis 18 nicht Uhr. Nicht so viel saufen, ne? Auf jeden Fall einfach mehr saufen. Steht dir früher auf. Mehr saufen, früher aufstehen. Ja. Abends kiffen, früher einfach Wecker stellen. Früh saufen und. Und früher einfach saufen. Dann ist früh saufen, länger kiffen. Also eigentlich saufen und kiffen und. Ja. Eigentlich nicht schlafen. Nee. Wenig. Bei Biorhythmus und so, das ist alles Mythos. Mythos, Bio. Man ist nur so wach, wie man sich fühlt. Ja, wie viel man säuft. Also, jetzt man kann sich wach säufen. Hast du was gelernt jetzt? Das sind unsere Erfahrungsberichte. Ja. Sauf dich wach, ja. Und kiff dich lang. Das ist eigentlich das Lebensmotto. Das
Gif dich in den Schlaf und sauf dich wieder wach. Das ist ein super Plan. Probier das mal und gib uns deine Erfahrungsberichte. Als Comment. Ich sehe schon, dass wir heute wieder so Informationsgehalt sehr hoch haben. Das habe ich mit FCM damals. Ja. Außer, dass kein Sound hier reingespielt wird. Ja. Mach das doch mal leiser. Nee, mach das und, aus, war die Aussage. Er macht es aus und er macht es leiser. Und mittendrin macht er es halt einfach wieder übelst laut. Einfach so. Das war so interessant. Ja, ich habe echt das Gefühl, dass es sich abwechselt mit dem Feedback. Manchmal ist es voll deep und wir geben voll die Lebensweisheiten mit auf den Weg. Und ja, aber dann sind wir auch alle dabei. Ob das so ein Lebensweisheiten-Feedback ist oder eher so ein deepes. Nicht so deep, meine ich. Nicht so deep, glaube ich. Das ist dann eher so ein komisches Ding. Ja, vielleicht hauen wir jetzt eine Weisheit nicht raus. So deep, schreib's mal Feedback. Wir haben doch, kiff dich in Schlaf und trink dich wach. Das ist die tiefe Message auf jeden Fall. Starke Sache, um da nochmal Scale House Full zu zitieren. Bist du ins Wasser getaucht? Was machst du denn? Das stellst du auch blöd an, ne? Aber Just Cause 2 konnte ich nicht bis zum Ende spielen. Warum? Weil ich Kopfschmerzen gekriegt habe. Ja. Immer wenn du mit diesem dauerhaften angehakten Fallschirm, der spinnt. Das ist auf dem 28 Zoll Bildschirm, das sitzt genau davor. Du armer Mensch. Hast du nicht Probleme, gell? Das war so die Flasche. Und wenn du dich einfach 3 Meter weiter hinten hinsetzt? Nee, okay. Das konnte ich nicht. Ich hätte nämlich echt Bock auf Just Cause 3, muss ich sagen. Könnte echt mal passieren. Katze. Da brauchst du 100 Jahre um die ganze Stelle. Das stimmt. Ja, ich habe die Story durch irgendwie 20% oder so. Also, ich habe 60%, ja. Da kann ich noch kurz Lilly vorstellen. Das ist Lilly. Was? 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 Lack. Guck mal, Lilly. Die Eule hat sich so aus Ei. Ist gut, du überbrückst die Zeit nicht hier. Gut. Ja. Katzen kommen immer gut. Alter, das ist die diebe Nachricht. Katzen kommen immer gut. Jetzt war es doch eine diebe Lebensweisheitsgeschichten-Feedback-Runde. Katzen kommen immer gut. Ja, ich stoße ja immer wieder über die gleichen Fragen. Ich hätte da echt einen Screenshot machen sollen. Mach ich das nächste Mal wieder. Aber ist ja zum Glück kein deepes Ding. Ja, aber warum lädst du nächstes Mal nicht einfach alle vor? Hab ich ja. Ich habe ja alle Kommentare und dann sortieren nach Neuestem zuerst. Oh, hast du schon von Noob Tari vorgelesen? Weiß ich gar nicht. Ist Robin immer noch ein arbeitsloses Pack? Ich bin kein arbeitsloses Pack. Gut, weiter. Ich bin Schweizer und Halbdeutscher. Nein, ich Schweizer Pass. Nichts mit dem Arbeitsamt zu tun. Was Schweizer und Deutsch? Also, erstmal beantworten, Sebastian, die erste Frage ist, was ist ein arbeitsloses Pack? Ich weiß es nicht. War ein Pack. Beantworte bitte die Frage. Ich bin mindestens 2. Dann guck dich an. Ich bin noch nicht kein. Du bist jetzt nicht dran, so. Er ist so. Dran. Ja. Du erzählst uns jetzt mal was. Nein, du bist die Frage ist noch nicht zu Ende. Er hat noch eine andere Frage gestellt. Also erstmal, ja, er ist ein arbeitsloses Pack. Okay, die nächste. Ich bin halb Schweizer und halb Deutscher. In Klammern Schweizer Pass. Soll ich die Master Race Angehörigkeit beantragen? Was? Die Master Race. Soll er die Angehörigkeit beantragen? Ja. Mach jetzt. Keine Ahnung, was das ist. Ja, die Master Race, die German Master Race. Ja, aber halb aber, Schweizer. Ob ich als Deutscher etablieren soll. Ich finde ja die Schweizer ganz über der Schweiz. Also in der Schweiz. Die Schweizer sind ganz toll. Ey, ist halt die Frage, wo du jetzt wohnst. Ist halt die Frage, wo du wohnst. Wenn du halb Schweizer bist und halb Deutscher, ich weiß nicht, ob du da auf der Grenze so liegst und breitbeinig. Ein Teil oben, ein Teil unten. Alle, die wohnen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, sind ganz tolle Menschen. Hast du das gesehen? Ich bin lang gefahren und der Mann ist weggefahren. Ja, nee, der ist weggesprungen. So. Er ist gegen die Wand gesprungen. Kalle zockt übrigens nebenbei. Er ist gegen die Wand gesprungen und hat noch gar keiner gemerkt. Blutsturz, Alter. Blutsturz. Blutpumpe. Ich bin Agent Blutpumpe übrigens. Ich gucke jetzt hier mal an dem Schulgeschichten-Ding, wo ich gerade nicht bin. Wer findet jetzt Rika noch süß? Außer Majin Sandman. Weiß ich nicht. Das ist ganz geheim. Das wissen wir alle. Weiß es nicht. Flüstermann. Nein, Kalle, Daniel, ich. Was? Kalle? Kalle ich traue hier niemandem. Kalle. Das hätte ich jetzt nicht von dir. Also, du kannst jetzt. Sebastian, wer findet Rika süß? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich hab sie erst einmal. Du hast aus dem Ring geworfen. Du hast das einfach aus dem Ring geworfen. Sie ist hier rangenommen im Leben. Ja. Oh yeah. Ja, ich hab's so schön ins Leere laufen lassen. Alter, warum? Warum?
hässliche Smartphones. Ich drücke jetzt hier permanent gute Sachen an. Dafür ist das Smartphone so beschenkt ziemlich viel. Nee, anscheinend nicht. Es öffnet sich immer etwas anderes. Aber hier die Kamera, die hat so ein. Du bist schon. Nee, so ein. Das habe ich vor allem im englischen Part gesagt. Das ja, steht das jetzt gucken hier die sich doch egal. An. Guckt euch mal den englischen Part an, der macht Robin so. Seid alles so behindert. Sag mir doch mal, wie ich dieses scheiß Schulgeschichten-Videos aufkriege. Video. Ja, du musst halt hey, hast du das überhaupt vorgelesen? How do you say surprise motherfucker? Ja, ja im deutschen Part. Überraschung, Motherficker. Ja, aber das musst du jetzt wieder in den englischen reinschreiben. So, another question from Sick. Komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, schon englischer How do you say surprise motherfucker? So alles aus dem Zusammenhang, also ich sag ja Ben Howard, laber so, und dann Schnitt, Überraschung, Mutterficker, Schnitt, weiter laber. Das ist gut. So. Eine Frage an Robin, Herr Rodes oder Kalle? Die Antwort würde ich jetzt auch nochmal gerne wissen. Ja. Sebastian, sag mal. Ja, Ricky. Na, ich kenn's ja schon. Ja, nee, deine Antwort. Ach so, meine Antwort. Na, ich würde Kalle nehmen, weil ich ihn länger kenne. Oh, ist das süß. Oh. Tja. Ich hätte mich nicht genommen. Ja, der zockt nämlich immer. Wen hast du jetzt genommen? Du hast auch der auf Wegeleicht. Nee, ich hab ja ohne Scherze, weil der sich am Feedback beteiligt. Das stimmt, das ist wirklich sehr praktisch. So, jetzt bin ich hier bei den Schulgeschichten. Vielleicht kann man da noch mal was rausfiltern. Jetzt? Du findest jetzt bei den Schulgeschichten Fragen fürs Feedback. Er hat keinen Bock mehr aufs Feedback jetzt. Alter, ich kam nicht klar mit diesen scheiß Kommentaren. Also, wir beantworten eure Fragen einfach nicht, warum ihr überfordert. Da habe ich jetzt so ein Post, wir stellen noch mal ganz viele Fragen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, schreibt. Drunter Hashtag Robin schäm dich für dein Smartphone. Bleib. Hashtag Ausrufezeichen 111. Nee, Leute, schreibt mal gar nichts mehr drunter, sondern stellt lieber Fragen. Ja, schreibt einfach keine Kommentare. Schreibt das drunter, aber stellt dahinter eine Frage. Und so. Dann ein Hashtag Frage. Zu den Schulgeschichten. Schreibt irgendwas. Hört man nämlich solche schönen Sachen. Schreibt heute jeder einen Kommentar, der noch nie einen Kommentar beim Feedback geschrieben hat. Alter, das ist deep. Das traut ihr euch nicht. Deep. Das muss ja wie so mit so kleinen Kindern, so diese umgekehrte Psychologie. Das traut ihr euch das niemals im Leben. Niemals. Niemals traust also ich werde, du machst heute keinen Kommentar. Traust du euch, Alter. Ich bin echt ganz schön durch schon wieder. Da blind, die will gleich wieder raus. Übrigens bereue ich es nicht, jetzt die Schulgeschichten angekickt zu haben. Da liest man als erstes die Fanboys. Danke, danke, ihr seid wenigstens YouTuber, die auf Wünsche eingehen. Und dann so ein Smiley. Ist das schön. Ja. Geil. Die hier die will irgendwo hoch, ne? Ja, die macht ihr sonst rein. Nee, die sucht wieder einen Weg, um rauszukommen, glaube ich. Glaube ich nicht. So, Petrillion, ich muss hier nochmal ein fettes Lob loswerden. Ihr seid einfach immer noch der Wahnsinn, dass ihr euch einfach traut, euch einfach so zu filmen. Und das Ganze, in Klammern, fast ungeschnitten hochzuladen, finde ich der Wahnsinn. Das ist echt hart, dass wir uns das trauen. Nee, danke. Ich musste mal wieder so extrem lachen. Wir sind auch fast, wir sind auch selbst wieder einige Sachen eingefallen. Echt top, ihr alten, scharfen Rettiche. Hast du Schulgeschichten Teil 1 oder 2? 1. Weil Teil 2 ist voll gespammt mit Tina soll zu DSDS. Und ich glaube, es sind langsam 1000 Kommentare. Kannst du mal überprüfen. Nee, ich meine, Handy ist doch nicht so geil wie deins. Ach so. Ich lache mir gerade den Arsch ab. Hier mein Beitrag. Ein Klassenbucheintrag eines Freundes. Es springt wie vom Teufel besessen gegen die Spinde. Super Video. Ist auch ziemlich geil. Hatte ich das gesagt, was ich hatte? Ja, ich glaube. Na, während er gestern vom Augenausstechen sprach, zerstach er heute im Schulgartenunterricht mutwillig Regenwürmer. Er klebt jetzt immer noch keiner dran. Wobei zweites nicht gestimmt hat. Und Lorenz Brüchel sagt, Frau Schmutterstab ist meine jetzige Klassenlehrerin. Mein herzliches Beileid. Hey, der kennt Frau Schmutterstab? Na. Ja. Hallo. Danach seine Klassenlehrerin ist Geronimo Röder. Franz Wunderlich, Ludwig Herzone, geile Frisur. Wer? Ludwig. Geile Schulgeschichten, Schulgeschichten haha. Also mal, vielleicht finde ich noch ein wenig Inspiration für ein paar Streiche oder so. Das ist viel besser. Wir lesen jetzt nur noch von den Schulgeschichten vor. Da ist nämlich ein Lob nach dem nächsten. Hey, ich meine, geil. Ich alle hören, wie du ich muss hier nochmal ein fertiges Lob loswerden. Aber warum? Was ist das andere? Ihr seid einfach immer noch sehr Wahnsinn, dass ihr euch einfach traut. Ach, das habe ich eben vorgelesen. Ja, ich bin lest alles dort mit vor. You're my dancer, what does the fox say? Jetzt bin ich da, wo du bist. Ich war gerade Spider-Bike, ultra gut. Wie schnell scrollst du runter? Ja, ich bin halt gut. Ich habe ein smartes Smartphone. Ihr wolltet das so. Ihr habt die Büchse der Pandora geöffnet. Oh, Tina will bei Minute 44 was sagen, aber sie kommt nicht zu Wort. Was nochmal?
Tina will bei Minute 44 was sagen, aber sie kommt nicht zu Wort. Dass sie jetzt zu Superstars geht, bestimmt. Akaino-Killer. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der immer Hakenkreuz in seine Hefte zeichnet. Das hat Max bei mir immer gemacht. Das ist voll der Erfolgssport bei uns. Vor allen Dingen, wenn du dann diese Hefte abgeben musst. Ja. Und dann, du wusstest, da sind nur Hakenkreuz drin und hast die Seiten dann rausgerissen und dann hattest du aber nichts mehr drin. Na, deswegen haben wir uns immer so aufgeregt, wenn die Lehrer meinten Hefterkontrolle. Ja. Und haben dann immer gesagt, oh, wir sind viel zu alt, wir können unsere Hefter machen, was wir wollen. Dabei ging es nur darum, nicht der alles voll Hakenkreuz hat. Florian Denzel, also ich gucke Nosferatu schon seit sehr lang und jedes Video ist für mich wie ein Geschenk. Ich freue mich immer so auf jedes Video. Daumen hoch und mein Abo habt ihr von mir immer. LG Florian. Siehst du, hört man nur nette Sachen. Ist gut, dass wir hier sind. Lass mal den von Susch 19 immer abwechselnd vorlesen. Da bin ich noch nicht, oder? Da bist du gleich. Wer ist eigentlich dieser Max? War der schon im Video? Leider nicht, müsste man echt mal machen. Verständlich, dass Max nicht mehr kann. Bei so einem würde ich auch nicht kommen. Ja. Paul der Dreher fragt, wo ist Gabe Butters? Keine Ahnung, wo der ist. Merilo LB, ich will diesen Max sehen, jetzt wo man so viel gehört hat. Ich will den auch sehen. Ja, also einmal war er da. Mann. So, jetzt von Zusch 19. Ah, okay. Gymnasium. Und? Elite. Bei uns war das nicht anders als Elite. Kant konnte man uns keineswegs bezeichnen. Es gab nur so ein paar Leute, die. Schule in der Zeit ernst genommen haben und gebraucht. Gebraucht? Echt nicht. Gebraucht. Gebracht. Gebracht. Hat welche Schule war denn denen auch nichts. Nichts. Fuck, Alter. Du hast echt, ja, also. Ja, habt ihr verstanden? Ich hab grad echt nicht verstanden, was der sagte, Typ. Ich konnte mich nicht drauf konzentrieren. Aber irgendwas mit Gymnasium und wahrscheinlich wie bei uns so. Ja, wir waren auch nicht die Elite. So, Grace TV hat morgen zwar Zwischenprüfung, aber anstelle zu lernen, hat er sich das ganze Video weggesnifft. Ey, das ist ja mal total peinlich, total zurückgeblieben und wat, ey, hab gedacht, ihr seid gechillt, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Zweifellos sind die Geschichten interessant und amüsant, doch ich komme das nicht. Will sich doch niemand reinziehen, was ihr gemacht. Hey, klar. Das guckt sich doch kein Schwein an. Hallo, ihr wolltet kein Deepes oder weiß nicht, ob ihr das wollt. Das Feedback war jetzt zu deep. Das nächste wird wieder richtig deep, da sitzen wir dann hier und trinken diese Tee und sagen, oh, Rocket Beans. Wenn du 27 bist, dann darfst du trotzdem Skateboard fahren, das ist... So, siehst du jetzt von Princess Kyran? So, ja. Jetzt probieren wir es nochmal, ja? Ja. Aber flüssig diesmal. Ja, ja. Oh, Mann, göttlich, einfach nur Mann. Spitzenklasse. Wie kann man so viel richtig geilen Shit in... Vor allem, ich versuche es ja nicht zu betonen. Ja, was da bin ich abgehakt. Ich mache nicht mehr Gefühl, in bitte. Der Schule machen. Ich meine, wir haben schon echt viel Mist gebaut. Aber die Geschichten, die ihr bisher so auf Lager hattet, haben alles übertroffen. Wirklich genial. Freue mich jetzt, scheiße, schon auf den zweiten Teil. Doppelpunkt. Oh. D. Das D. Oh. Das ist gut, ey. Oh, fuck, Mann. Ja, also so richtig ja. Geilen Shit kann man halt in der Schule machen. Ja, nee, weil es da egal ist. Das durch, ey. Foto 65D, sag ich mal noch. Wollt ihr mich töten? Lachkrampf. Ich lache echt so bei YouTube-Videos ab, aber ihr kommt es immer wieder hin. Am besten gerade die Informatik-Benjo-Hitler-Nummer, das Hausaufgabenheft. Wenn ihr die Lehrerin für das nächste Mal einladen könntet, würde ich richtig hart feiern. Oh. Das ist, glaube ich, nicht möglich, ey. Nee, da können wir nicht. Also am ehesten noch Frau Schmickler. Aber so Schmickler. Mein Telefon hast du untergeschrieben. Oder Herr. Bist du drauf? Ich drauf? Ja, Schmeimeiber. Herrn Schmeimeiber. Den habe ich neulich getroffen. Das ist ein cooler Typ. Echt cooler Typ. Es könnte echt sein, dass der kommt. Ich sehe hier zum Beispiel jetzt schon wieder nicht alle Fragen. Das ist echt bei komisch. Mir kommen jetzt auch nicht mehr. Ach so. Also ich war jetzt ganz unten. Okay. Aber es ist echt wenig, oder? Ist ganz unten. Also, ja, wir haben ja keine Fragen gestellt. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund zu kommentieren. Von Gary's Mod, I love you. Gary's Mod, die Funboys. Das ist doch schön gewesen. Jo, Kalle, was sagst du dazu? Boah, übelst schön. Also, haben wir jetzt schon den englischen Teil gemacht eigentlich? No. Zwischendurch, ja. Geht schneller als gedacht, wa? Scheint nicht mehr so viele zu interessieren, was wir hier machen.
Na, das Ding ist halt, dass ich anscheinend auch nicht. Ich habe halt, oder wir haben gesagt, hier, schreibt mal dies, schreibt mal das. Und dann schreiben wir halt dies und das, statt Fragen zu stellen. Also, achso, ja. Also, ihr habt den Mann gehört. Der freut sich immer. Der liest doch alles durch. Das ist richtig. So, Rücki. Rücki, jetzt sag du doch mal was. Was? Nein. Was ist denn dein Lieblingsvideo von uns? Boah, nein. Ich finde die alle scheiße. Ich finde die alle scheiße. Nee, erzähl doch mal. Was ich richtig geil fand, wo ich, das war 11. Klasse, glaube ich, da kam dir doch dann so. Also nee, du warst ja schon länger dabei. Ja. Aber ich kam nicht dazu. Das und dann fand ich schon geil. Genau, das Video, wo ihr da in die Klasse kam. Nee. na, die am Anfang mit dem kleinen Fahrrad. Oh ja. Yeah. Gibt's die eigentlich noch? Nee. Videos mit einem kleinen Fahrrad? Na, Pocket Bugs. Das ist, glaube ich, auch ein Sorrowfakt. Die fand ich richtig harmig. Ja, also das fand ich. Ich weiß noch, wo du einmal über das Pocket Bike springen wolltest. Mit Joker, finde ich richtig geil. Jawohl. Mit dem Rock, wo der Typ raucht und dann haut er dich da übel, rastet er übelst aus einfach nur. Naja, das Joker-Video, ja. Das ist richtig herrlich. Ich fand das Zombie-Video echt cool. Was für ein Arsch? Das Zombie-Video. Willst du raus oder nicht? Ja, also aus heutiger Sicht. Man hätte es jetzt noch cooler machen können. Dass halt Kalle in kurzer Hose rumläuft als übelst seriöser Gasmasken-Heini. Ja. Das, aber, ja. Er ist halt nicht alt. Sonst wäre er seriös rübergekommen. Ja, aber es war cool. Es war vor allem schweinekalt. Sorry. Geh jetzt raus, Fett. Hast du mal auf diesen einen Eisblock da gehauen, so. Ja. Und da hat sich die eine Frau erschreckt. Ja, das, ich weiß gar nicht, das glaube ich gar nicht mit dem Video. Man hört es nur, aber sieht es nicht. Oh, so zu viel. Ach, da Platz, mal Platz, Platz. Los, jump! Giovanni! Jo, also gibt es ganz viele tiefe Fragen und dann gibt es ganz tiefes Feedback auf jeden Fall. Vergiss nicht den Hashtag, den ich vorhin angezeigt habe. Das nächste Mal nehmen wir einfach wieder die Hälfte der Fragen. Aber immer eine Frage stellen. Hallo? Keine sinnlosen Kommentare. Ist ja wohl nicht schlimm, wenn ich die ignoriere, die immer das gleiche aussagen, weil wir gesagt haben, schreibt das mal in die Kommentare. Ey. Schreibt diesmal nichts Hashtags, nicht die Kommentare, schreibt die Fragen. Nein! Schreibt mir, wie ihr meine Katze findet. Ja, schreibt Spambob. Spambob? Wenn ihr jetzt noch hier seid, schreibt Spambob 2 und eine Frage. Und schreiben alle einen Kommentar, die noch nie einen Kommentar geschrieben haben. Das ist die tiefe Message. Können wir unsere Familie grüßen? Ich grüße hiermit unsere Familie. Unsere aller oder nur deine? Unsere, wir sind ja eh in Zucht. Okay. Also wir so. Hallo Papa. Wenn du jetzt die Familie bist, dann grüße ich Nomasch. Den? Dann grüße ich Dion. Den, ja. Ich grüße den nicht, weil ich habe jetzt seine Telefonnummer und er taucht noch nicht in Telegram auf. Das gefällt mir nicht. Dann hat er dir die falsche gegeben. Tja, oder du brauchst WhatsApp. Nee, brauch oder hat er die falsche Nummer gegeben? Ich habe die richtige, also ich schreibe ja regelmäßig mit ihm, ja, weil Nomasch ist halt toll. Leute, ich könnte noch mal was anderes jetzt ansagen. Ich habe jetzt ein neues Handy. Jetzt installiert euch alle Telegram. Installiert euch alle Telegram. Schickt euch alle, schickt alle Robin eure Nummer. Ja. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich habe ja auch eine neue Nummer demzufolge und da könnte man jetzt die alte Nummer zum Telefonieren nehmen. Jo. Hörst du nicht? Hörst du, wie sie reden? So. Und so ein Telefon, wo du die Karte reinpacken kannst. Da könnte man machen. Was? Leute, ja, hab ich ja, dieses ganz alte. Das Nosterrad-Telefon! Das Klapp, genau. Das Nosterrad-Telefon, das Klapp-Handy. Das Nosterrad-Telefon. Weil da könnte ich dann immer so. Da könnte ich dann immer so das aufklappen. Hey, yo, was geht? Dann mach mal klar, wer wann einen Telefondienst hat. Naja, das könnte man halt echt machen. Immer nee, dann nicht niemand? Telefondienst, aber man könnte zum Beispiel auf Facebook schreiben, ich die Nummer, einen. Jetzt in der nächsten Stunde erreichbar und dann eine Stunde lang telefonieren. Ja, wenn dann einer eine Stunde lang nicht auflegt. Ja. Dann haben wir auch. Ja, wir können auch auflegen. Ja, dann wenn ich frei habe, kann ich auch Telefondienst machen. Wir legen doch nicht auf. Wir können mir alle sagen, wie schön ich bin. Naja, wir können ja einen Countdown machen, irgendwie, dass jeder 10 Minuten hat. Das ist 5 Minuten. Könnte man halt sagen. Das geht viel zu viel. Könnte man halt. Aber du musst ja auch halt auch anrufen. Ja, wenn keiner. Also, das ist voll peinlich, dann sitzen wir rum, das ist voll traurig. Filmen uns eine Stunde und gucken auf ein Handy, was ja, man auf und zuklappen kann. Das ist halt geil, wir können sie auf und zuklappen. Ja, okay. Welches Handy kann das? Können wir halt echt eine Stunde kannst lang Snake machen? Snake drauf spielen oder so? Ich glaube, irgendein anderes Tetris ist drauf. Für ein Klapp-Handy. Also, wir spielen Tetris. Auch ein Siemens oder so. Also, ruft nicht an, wir wollen Tetris spielen. Das können wir echt mal machen. Schreibbar, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, so, aber zusätzlich da zu. Schreibt erstmal in die Kommentare, zusätzlich, das können wir mal machen. Nein, zusätzlich zu euren Fragen schreibt ihr, ob ihr da Bock drauf hättet. Hashtag kann man weil mal machen. Das würdet ihr dann definitiv bezahlen oder halt auch nicht, falls es in eurem Vertrag drin ist oder so.
Aber wenn das Vertrag drin ist, mach das mit einem Doppel-Hashtag. Ja. Alter. Hashtag kann man machen. Die explodieren kopfmäßig immer. Ja, die sollen sich das nebenbei aufschreiben, was die Hashtags sind. Mach dich mal Notizen. Der Kalle haut halt jetzt wieder ab, aber Daniel ist jetzt ein bisschen da. Jetzt da könnte, man sich hier so zu dritt, viert, fünft hinsetzen, das Telefon auf den Tisch und eine Stunde lang warten, wie es nicht klingelt. Das ist gut. Dann können wir nebenbei ein bisschen Magic spielen. Wenn es geht. Nee, aber das fände ich echt mal lustig so. Ich weiß nicht, aber das hat Lautsprecher. Das ja, aber macht das irgendwie nachmittags oder? Ne? Ja. Ich habe auch noch zwei Telefone. Dann machen wir das irgendwie nachmittags, abends, dass es irgendwie noch cool ist. Das geile Telefon, wenn auch Feierabend haben, das erste Mal die ganzen Videos gemacht hast damals in der Schule. Ja, das habe ich auch noch, aber ich komme nicht mehr an die Dateien ran, weil mein MMC-Lesegerät. Die habe ich damals glücklicherweise alle gesichert. Ja, das ist schlecht, ich nehme dich nicht. Jo, fände ich ganz lustig. Ja, weiß ich nicht, du hast es mir geschrieben. Ja, ich hab den Vater, ich weiß aber nicht, der fragt mich nur wegen. Jo, jetzt machen wir die Kamera aus, indem diese Taschen packen und den ganzen Display dunkel macht. Genau so, die Kamera irgendwie. Da ist Schimmel drin, bestimmt. Nee, Anna ist ganz. Alter! Kaffee im Spaß, guck mal, die Kaffeemaschine, das ist bestimmt wieder Schimmel. Kann wirklich gut sein. Was wollte ich denn sagen? Jo, was machen wir? Da habt ihr dann alle meine alte Telefone. Nur wegen Nomasch habe ich hier so aufgeräumt. Hashtag Nomasch. Da habt ihr dann alle meine alte Telefone. Schreibt mal Hashtag Nomasch. Aber das Handy wird dann halt rund um die Uhr aus sein, außer wir sagen hier Facebook oder so. Ich kann mich erinnern, an deinem Geburtstag war die auch schon mal geleakt und das fand er nicht so geil. Ja, das ist richtig. Gut, dass ich eine neue Telefonnummer habe. Und vor allem, wer kam neulich schon wieder an? Genau. Das sag ich jetzt nicht. Der Typ, der einzige Typ, der Stress gemacht hat zur Freisuchtparty in der Kirche, der hatte zufällig auch gesagt, meine Nummer und so und angerufen. Und das ist schon mal echt nicht cool. So. Wie hieß der? Zum Glück sagt er den Namen jetzt nicht. Piep! Alter. Piepst du das raus? Nein. Zählt ja nicht. Stimmt keiner drauf. Kommt da auch gar keiner her. Wen interessiert das überhaupt? Wenn ihr bis hierhin seid, schreibt Hashtag Nomasch stinkt. Nein. Mit einer Frage. Nein. Auch die Fragen können sie doch ruhig schreiben. Ja, genau. Schreibt eine Frage oder runter, aber Bock hätte dann anzurufen. Ich weiß halt nicht, wie eigentlich müsste man es schon so machen, dass man irgendwie sagt, alle 5 Minuten legen wir auf. Damit die Leute wissen, so alle 5 Minuten können sie es versuchen. Ja, aber wir müssen das auch dieses Live, das können wir ja machen. Das was? Live hochladen bei YouTube dann. Ach so. Damit die das auch raffen, dass dann sie das... müsste ich erstmal das mit Google Plus machen. Das ist ja echt das könnte man aber Hangout machen. Meinst du, ja. Das ist natürlich witzig. Ja. Aber ich glaube, ein bisschen verzögert, aber es ist nicht viel. Ist ja wurscht. Aber das könnte man machen. Aber ja, schon brauchen wir einen Laptop? Laptop, Hammer? Mit Kamera dran. Hammer? Dann können wir das mal auf Lustiger Fakt probieren. Muss ich mal... doch mal, schreibt doch jetzt mal Hashtag, wollen wir es probieren. Lass die Hashtags alle weg. Ich muss auch mal mehr Hashtags benutzen. Du musst mal mehr Selfies machen, Alter. So, ich mache jetzt noch ein Selfie und dann... Lass mal ein Selfie machen, das blendet es am Ende ein. Nee, aber das wäre, glaube ich, echt mal lustig. Vor allem, da ist dann Kalle nicht da. Da ist es ja richtig lustig. Das ist richtig lustig. Jetzt finde ich es auch lustig. Holen wir uns dich dafür wieder ran. So, Maggie kriegt jetzt ein Selfie, würde ich sagen. Die hat erstmal noch was gesagt. Macht Spaß. Was? Gerade deswegen macht Spaß. Dann komme ich halt nicht. Arsch. Oh. Die klingt so, als würde sie gleich einschlafen. Och, Maggie, wir wollten, dass du kommst. Wir wollten, dass du kommst. Ich denke, du klingst das, als würdest du gerade einschlafen. Der Kalle ist auch voll begeistert davon. Ja, auf jeden Fall. Hört man. Und der ist bald weg. Ja. Bald ist er weg. Oh, yes. So, Maggie, du kriegst jetzt ein Selfie. Schick ein Selfie von Sebastian. Ja. Ja, Mann. Aber auch übelst umständlich als Selfie fotografieren, obwohl ich auch die Vorderkamera nehmen könnte. Du musst dir näher ran, du hast ja das Gegenlicht. Warte, kann man da zoomen? Wege. Kennst du? Bestimmt. Nein. Hallo, ich hab das allerneueste. Lass ihn noch mal ein Stück rankommen. Also. Deswegen kannst du auch gerade da. Du musst aber den Arm hier so hinhalten, als würdest Alter, du ein Selfie. Ja, das musst du. Ja, das habe ich mit der Runde auch schon gemacht. Hallo, deshalb, du hast deine Haare im Bild. Samt die Haare bei dir. Da, die Beautycam hat das Bild auch echt noch aufgewertet. Du bist jetzt echt hübsch aus dem Bild. Also vorher hätte ich mir das nicht angucken können, aber. Der Beautycam. Ja, also Hashtag Robins Beautycam. Schneidest du das jetzt noch? Oder können die uns jetzt noch die letzten Minuten hier... Ich schneide, ja, die können alles. Ja, das wird geschnitten. Ich hätte übrigens auch Lust, vorausgesetzt, ein paar andere haben dazu auch Lust, so almost daily mäßig, vielleicht über, also weil das mit den Schulgeschichten war ja schon ganz cool, so über ein bestimmtes Thema ein bisschen und so. Mhm. Wie zum Beispiel
Just Cause 3. Das wird jetzt schwer. Oder so. Ich gucke halt total die Ich muss eigentlich die hier machen. Oh, ideal. Ja, diese Angel ist verschwommen. Ja, wie geil. Aber dann mach noch eins. Daniel denkt, das ist jetzt völlig nicht toll. Nee, aber wenn die Beautycam das nicht hochwertig gemacht hat. Hallo, die Beautycam wertet jedes Bild auf. Du kannst da einfach immer immer machen. Immer, immer? Nee, warte, so muss ich machen. Ihr müsst mehr kuscheln. Oh. So, haben wir jetzt. Das geht gar nicht mehr. Siehst du, er ist schon wieder voll verschwommen, der Rücken. Ja, das war bei. Nee, das war bei Dings auch so hier. Bei was war's? The Ring? Oder nee, Crutch. Bei irgendeinem von den beiden. Ja. Auf den Fotos sind die dann verschwommen. Wow. Ja, das ist gefährlich hier. Ja. Nicht, dass Carla gleich in den Fernseher fliegt. Alle hat mir ein Foto geschickt. Oh, von Dragon Ball. Jetzt tut es so, als kennst du dich mit Dragon Ball aus. Ey, schreib mal in die Kommentare, wenn einer sich mal Dragon Ball Z angucken sollte. Sie tut es trotzdem nicht. Das sollte sie auch mal tun. Aber Kakarot. Ich sag mal so, 50% der Zeit hätten wir echt wegköpfen können. Weil die schreibt mal in die Kommentare, ob ihr meine neue Flohbrille sehen wollt. Ja, halt ich voll geil. Mal Bild ja, mach ich doch so oder so. Ja, aber dann schon die Hashtags schreiben, hat uns gefallen. Flipback, geil, Alter. Die ist nämlich auch geformt wie ein angebissener Apfel, weißt du? Alter, die kauft Apple-Produkte. Alter, das ist Raubkopie. Ich hatte echt, da gab es so eine 3D-Klobrille mit Delfinen und eine mit einem toten Schädel. Und warum hast du die mit Toten? Die einfach übelst geil war. Vor allem Würmer, das ist echt einladend. Das sind Maden. Maden. Das Gute ist, das Ding ist gelb, also wenn da wieder Pisseflecken sind. Sieht man die nicht. Und guck mal, wenn man die aufklappt, dann ist da ein Apfel drin, der echt groß. Ja, das sieht echt irgendwie auch ein bisschen. Sieht aus wie ein Arsch. Ja, also ich dachte eher ein Vagina-Innereien oder sowas. Arsch. Also die ist ganz toll so. Aber jetzt zeige ich es auch mal. Ziemlich geil. Das ist. Meine neue Klobrille. Willst du die erste sein? Wenn man zweit, machst du einen Live-Vlog beim Einbauen? Das ist meine neue. Ja, ja ey, los. Dann mach ich ihn wieder. Ich weiß gar nicht, wie man eine Klobrille einbaut. Soll ich vorher nochmal. Nee, jetzt direkt los. Warte, ich bin dein Arm, der die Kamera hält. Okay, wir finden jetzt raus, wie man die. Ich mache jetzt einen Vlog. Ich mach jetzt einen Vlog, wie man eine Kamera einbaut. Deine Kamera? Ich hoffe, der Akku stirbt nicht, weil ich muss das jetzt ziehen. Da schwimmt sich wieder ein blutiger Tampon drin. Ist hier irgendwo eine Steckdose? Nee, gell? Nee. Doch. Doch, da vorne. Wartet. Wir machen jetzt hier einen Live-Vlog. Ja? Scheiße. Ich glaube, es wird nicht. Wie mache ich denn die da fest? Ich glaube, da fehlt noch was. Das Ding ist so, du kannst ja schon mal ranzoomen hinten an die Schrauben, ich dachte, die sind total verrostet. Von unten, Film ist immer vorteilhaft für ein Gesicht. Ich filme jetzt einfach einmal dieses Klo. Ich muss noch an mein. Es sieht aus, als wäre da Dreck drin. Nee, ist ganz sauber hier. Das ist übrigens ein schönes Bild. Vor allem, warum rede ich? Du wolltest doch einen Live-Vlog machen. So ich muss meine Werkzeugkiste noch holen, weil es ist einfach mal so abgefragt. Hast du schon die verrosteten Dinger gehört? Die verrosteten was? Hier unten. Die muss ich erstmal irgendwie abkriegen. Oh, lecker! Ich sehe nichts Verrostetes. Na, hier die Schrauben! Ah, musst du mal näher dran! Da. Dieses da? Dieses da! Und irgendwie muss ich das jetzt da. Nein! Ich glaube, das ist echt fest. Doch, du spielst doch was. Das dauert doch ewig. Robin! Ja, Karl hat gefurzt, wir sind geflohen. Ja? Hast du es? Alter, das dauert ewig! Ja, man sieht dann halt in der Zwischenzeit nichts. Ja, du wolltest das machen! Daniel setzt sich jetzt so lange die Brille auf. Ja, warte, spoiler doch noch nicht. Schnitt. Schnitt. Ich sehe es im Spiegel. Ich krieg das Ding niemals ab. Ich will das auch nicht, dass es ist geil. Ja, jetzt hast du aber eine neue Klobrille, da musst du jetzt auch drauf. Also, nein, oh, guck mal, da bin ich. Oh, sieht das episch aus mit dem Skyrim-Bild im Hintergrund. Fertig. Hält die jetzt? Ja. Ja. Hey, du musst die alte erstmal abmachen. Ich weiß, nein. Ich krieg das nicht hin. Das macht man die so ist schon kaputt. Man klebt die immer übereinander und irgendwann hat man so einen richtig hohen Thron. Vor allem habe ich die jetzt schon kaputt gemacht. Es sind schön mit vielen Löchern drin jetzt. Ich filme wieder auf Daniel. Hashtag Daniel. Die lesbelt hier so lange rum. Oh, hier, Alkohol. Das ist echt so rostig. Hier, ich muss Larry. So eine Panikreaktion hier stinkt. Ein Ball.
Robin, irgendwie blockierst du hier diesen massiven... Was? Schau. Oh. Fresse. Jetzt wird voll das tolle Feedback. Das wird ein richtig gutes Feedback. Lass mal jetzt hier Feedback hinschreiben. Hashtag Feed. Wenn ihr das jetzt hier lest, alle, die noch keine Frage im Feedback geschrieben haben, schreiben jetzt Hashtag Feedback und eine Frage. Traut euch einfach, Alter. Ich glaube, ihr traut euch nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich sag, das macht keiner. Das sind übrigens die Tiere, die Lilly schon getötet hat. Das sind 17 Vögel und 32 Mäuse. Hier in der Gegend. Also es sind nicht nur die Toten, es sind nicht die Toten, sondern es sind die Toten in der Wohnung. Also sind es noch mehr Tote. So. ja. Jetzt habe ich das extra hier umgestöpselt. Das ist clever gewesen, aber. Daniel, bringst du bitte ein Bier mit? Ah ne, ich habe ja noch Bier. Okay, alles gut, alles gut. Hier liegt noch eine Zigarette. Die liegt. Ah, scheiße! Da sind wir noch oder so? Die immer überall ab und legt immer rein. Hallo, mein Name ist. Hey, das passt sogar. Das passt sogar. Bei Jackass macht man noch Bohrmaschinen. Sehr gut. Erstmal den Glibber hier abschmieren. Kommt jetzt Hashtag Magic gleich dran? Daniel dreht sich erstmal eine. Die mit dem Blau sind am leckersten. Alter, oh, die riechen übelst hart. Nein, ich möchte die jetzt nicht. Ich möchte das nicht. Du musst Bärchen für Bärchen essen. Eins ist immer süß und eins ist immer sauer. Gib mir auch mal eins. Das sind ganz tolle Bärchen. Ich wollte eigentlich den Moment filmen, wie sie in deinem Mund verschwinden. Okay, warte. Dann können wir noch mal filmen. Das ist, glaube ich, echt gut, das Feedback. Das wird richtig sexy jetzt. Mhm. Das ist auf den Hintergrund scharf gestellt. Jetzt musst du dir doch sexy was in den Mund nehmen. Ich würde nicht anfassen, ich versuche es. Jetzt ist es Anna. Es kam halt übelst rausgeflutscht. Ja, das ist halt auch nicht ganz so lecker. Doch. Erst nach dem Frischen. Das war so auch frisch. Also ich fand es bei dir erotischer. Fand ich auch, also. Aber es war halt schon feucht, deswegen ist es so schnell geflutscht. Wisst okay. Ja. Ich check schnell geflutscht und feucht. Ich weiß echt nicht, wie man das jetzt zu einem guten Ende bringen kann. Ich glaube, wir sind in einer Sackgasse. Nee, Sebastian macht noch eine tiefe Message und dann. Erzählen, was für ein Ding? Oder du zeigst was anderes Tolles. Ich bin dafür, Daniel erzählt uns die schöne Gewandgeschichte. Ja, finde ich auch. So, Daniel. Fang es mal an, war einmal 1992. Ja. Ein Jahr, in dem nur Giganten geboren sind. Ja. Und trotzdem Ende 30 jetzt sind. Trotzdem Ende 30. Ja. Darunter zwei Menschen, die sich doof angucken. Ja. Und eine Fischgräte. Okay. Mit einem kleinen Haus. Ey, den Kasseturm erkennst du, oder? Das ist der Kasseturm. Das ist der Kasseturm. Hm? Alter, vergiss nicht Kalle. Der ist da auch dran gemeint. Wo? Das ist doch Kalle unten gemeint. Es Kalle. Gab einen Luftballon. Oh, das da unten ist Kalle übrigens. Nee, das ist Tina. Das in der Ecke ist Kalle. Das ist Kalle, ja. So, ja? 1, 2, 3. Robin Gitarre gespielt. Auf jeden, genau so war das. Und da hat Anna sich im Spiegel angeguckt und sieht Anna im Spiegel. Da ist Anna dahin geflossen, weil ich Gitarre gespielt habe. Ja, und Robin guckt sich im Spiegel an und sieht aber Anna. Eieiei, denkt er sich. Da sitzen sie dann beide auf einer Parkbank mit Kondom über dem Kopf. Ja. Und krabbeln die Wand hoch. Ja. Bis am 17.04.2011. Sie Musik hören und Andrew und Pia dazwischen rufen, dass sie Durchfall haben. Und ich muss ja sehen, was du filmst. Ja, dann krabbeln sie die Wand wieder runter, sehen auf einmal Fußabdrücke. Oh, sie haben in den Wald gekackt. Das ist Caro. Rechts. Ja? Ja, und dann laufen sie gemeinsam weg. Übelst in den Sonnenuntergang und steigen ins Auto und fahren den Berg runter. Das ist der Kondor. Weil wir beide auch einen Führerschein haben. Steigen ins Auto und bleiben sitzen. Ich finde, du hast es sehr gut zusammengefasst. War die Geschichte so rum? Ja, genau so. Ach so, Positiv hast du noch vergessen. Was ist denn jetzt die Fischgräte? Das ist Nebel. Da ist nichts gewesen. Deswegen ist da der Nebel. Und das ist trotzdem der Kondor hier, dieses Auto. Was bei Durchfall? Robin hatte Durchfall. Nee, der Typ hat gesagt, ruhig verhalten und ich habe Durchfall verstanden. Und dann war der echt. Und warum wütend. Guckst du dich im Spiegel an und siehst Anna? Nein, das ist kein Spiegel, das ist die Klotür von Caro. Das ist eine kurze Haare. Das jetzt. Ja. Und du guckst dich an und siehst Robin. Nein, ich stand in der Bartür.
Jetzt machen wir noch ein Let's Play. Ist alles drin in diesem Feedback. Alter, oh, Kalle, ich kommentiere. Oh, jetzt los hier. Oh, jetzt springe ich mal hier rüber. Oh, ist das cool. Oh, ein Tragen geht ja auch. Oh, macht er gleich. Geht er gleich auf die Kronkschiene. Also, ja, Hallöchen, Papöchen. Guck mal, wie die hier schießen. Also, oh, die schießen. Vor allem, warum schießen die nicht auf dich, Kalle? Oh, jetzt springe ich mal hier drüber. Oh, jetzt drehe ich mich mal hier ein bisschen. Oh, jetzt, ich glaube, das ist echt zukunftsweisend, was wir hier machen. Und jetzt schieße ich dem ins Gesicht. Ach, das sind Verbündete oder was? Mach doch mal was Krasses, Kalle. Du hast doch die ganze Zeit so ganz lustige Aktionen gebracht. Schieß mal auf die Tolle da hinten. Geht bestimmt jetzt alles hoch. Ja, muss das noch Steuerung lernen, ne? Kalle ist halt nicht so gut in Videospielen. Ich zieh den auch bei Quizduell immer ab. Besonders bei Videospielen. Boah, der ist gestorben von dieser... Nee, der wurde nur weggezogen von dem Enterhakenvieh. Ach, er hat einen. Oh. Können wir jetzt auch einen Toten machen im Spiel? Tschu! Und das sind deine Verbündeten, ja? So gehst du mit denen um. Life's hard. It's a hard dog life. Vielleicht krieg ich noch mehr Dinge, die mit life und hard irgendwie. Wenn ihr rauskriegt, was das für eine Firma ist. Ja. So, wie bringen wir das jetzt zum Schluss? Du machst jetzt hier die Abmoderation. Das wollte ich vor 5 Minuten schon machen. Der Staubsauger geht doch, oder? Nein, der ist ja nur Deko. Der steht immer auf dem Boden. Das ist übrigens kein Vorwerk. Wo ist denn der? Ach, hier. Grüßen, Oma Inge. Das ist kein Vorwerk, deswegen ist der schlecht. Meine Oma ist nämlich Vertreterin für Vorwerk. Die würde, Ruhe lassen. Die würde dir aber eins was husten, dass du kein Vorwerk hast. Was essen muss man. Das stimmt, das ist ihr Motto. Was ist nochmal passiert, als du den zweiten Tag Mittag gegessen hast bei Oma Inge? Du meinst das 4. oder 5. Mittag? Trinkfix. Oder warst du das 3. oder 7. Trinkfix Abendbrot? Angeboten. Trinkfix, Alter. Wenn ihr mal bei Oma Inge seid, fragt, ob sie Trinkfix hat. Ihr seid bestimmt öfter mal bei Oma Inge, ihr Zuschauer. Ich habe Abendbrot, ich glaube, 5 Schnitzel gekauft. Ach, war es Abendbrot? Ich dachte Mittag. Das war das, nach den 3 Mittagessen war das dann das, Trinkfix, nach dem Kaffee und den Süßigkeiten das Abendbrot. Und nach, ich glaube, 2 Schnitzel habe ich gekotzt. Das ist schade. Dreimal Mittagessen musste. Übelst gut! Übelst gut! Und ihr habt's nicht gesehen! Ihr habt's nicht gesehen! Ihr habt's nicht gesehen. War es ins Auge? Ja, schon. Find ich gut. So. Und Rüri macht jetzt die Abmoderation, hab ich gehört. Nächste Mal, wie es ist, gell? Weil ich ja noch nicht mehr. Das ist, glaub ich, lustiger, wenn du dich jetzt nochmal filmst. Ja, film nicht. Ich glaube, ich weine wirklich gleich. Ich muss kurz auskosten. Kommt da was? Oh, Alter. Kommt nichts, oder? Das ist ein riesen Zinken, ey. Ja, wie die Nase eines Mannes. So auch schein. Zinken. Peter. Penis. Penis, Peter. So, machen wir Abmod. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn Anna jetzt so nah ranzoomt, dass es lächerlich aussieht, was ich hier gerade sage. Gar nicht, Robin, gar nicht. Ich sauge jetzt und zeige, dass der Vorwerk nicht schlecht ist. Fuck. Ist auch noch Musik drin. Ist der Strom hier wichtig gerade? Robin, hier ist Strom, du kannst dein Telefon abstöpseln. Das ist, oh, ist echt, das spannend, das ist echt ein hier. Feedback der guten Laune hier. Ey, ich sag dir. Jetzt tränen deine Augen und deine Kopfader kommt übelst raus. Guck hier deine Kopfader. Aus der Not werden gute Formate etabliert. Wie geht das hier? Bei einem Vorwerk würde man sofort... Es gibt 2 Knöpfe, wo ist dein Problem? Bei einem Vorwerk würde man sofort sehen, wie sie werden hier. Ach, du guck mal, wie da nichts passiert. Weil da gar kein Dreck ist, wo du saugst. Hier, mach das doch mal ein bisschen klein. Man schmiert den Dreck nur breit mit dem Ding. Hä? Warte mal, ist da nicht die Muttermilbe? Jetzt ist sie da nicht kurz, mehr. Daniel, ja, als wir nach der Freisuchparty in der Kirche aufgeräumt haben, hat Daniel mit einem Originalvorwerk gesaugt. Und Mann, hatte der einen Spaß. Ja. So. Tierischen Spaß. Boah, ist das schlecht, ey. Guck mal, wie da gar nichts weggesaugt wird. Ist alles noch da. Seht ihr das? Mit einem Vorwerk wäre das alles weg. Und so? Hier, seht ihr das? Ist noch alles da. Machst du das jetzt bitte auch nochmal weg hier? Wie er das Essen wasted, Alter. Die Kinder in Afrika. Hey, die würden gerne Chips essen. Und du saugst die weg. Kommt das bei denen an? Ja, also schicken dann die Staubsauger heute nach Afrika. Alter, ist das Assi. So. Let's Staubsaug, wieder ein neues Format. Siehst du, das ist richtig schön. Den Föhnflock hat kleines Mariechen leider schon gemacht. Kleines Mariechen hat übrigens länger nichts gemacht, das ist ja schade. So, was können wir jetzt noch machen? Du kannst ein Bier trinken. Spiel doch jetzt mal Gitarre. Du hast spiel jetzt mal, Robin, komm. Ja, okay, nimm aber die blaue, bitte. Ich muss noch ein Tutorial einbauen.
Ja. Mach, genau, Tutorial hat man Tutorial auch noch nicht. Tutorial hat man noch nicht. Anna, du warst doch heute einkaufen. Es gibt auch noch Halls. Da zeigt man in seinen Taschen, was man gekauft hat. Chlorex, Rohrreiniger. Arisches Kind, du bist ein arisches Kind. Ich kann auch ein Lied. Jetzt kommt Katjuscha. Ja, die ist nicht ganz gestimmt, aber es müsste auch so gehen. Ja, die ist nicht ganz gestimmt. Also ich spiele es nicht in der richtigen Tonlage, weil es halt nicht ganz gestimmt ist. Entschuldigung. Geiler Track. Echt, echt richtig gut, was hier geht. Alter. Jetzt sind wir melancholisch. Band eröffnet wieder, sehr gut. Ihr könnt noch mehr Instrumente spielen, also ist kein Ding so. Ja, lass mal die Band das auch Keyboard hat Strom, ihr könnt auch hier mal Ukulele und so. Das Keyboard hat Strom? Naja, du musst einen Stecker nur reinstecken, dann hat es Strom. Das wird nichts. Aber hier ist noch ein Stecker drin. Ist viel lauter ja, als aber die nicht Kollege, in der, oder? Gib doch dem Daniel jetzt bitte mal ein bisschen Strom. Wo muss ich denn das reinstecken? Hier irgendwo war Strom, bei den komischen Stücken vorne. Ja, wo muss ich denn das stecken? Dann nimm doch das Keyboard-Stück mit in Richtung Strom komplett und da hast du es übelst gelöst. Und ja. Der Strom ist in dem Strom. Ja, der ist wieder. Übelst genial. Aber das geht nicht jetzt. Doch, hier. Ich hab's ja hier reingesteckt. Alle ganz vertieft. Ich hab schon meinen Display-Auftritt, das ist schon okay. Ist okay. Dreh's doch einfach rum, dass wir dich sehen, Daniel. Ist echt so hart klein, dieses Dings hier. Und ich finde Gitarre eben hart groß. Du bist das Katjuscha. Er hat's doch schon gespielt. Robin hat mir damals gezeigt, wie Mission Impossible geht, glaube ich. Bei allem Alter, wenn du das machst, richtig. Achtung. Das klingt schon ein bisschen anders jetzt. Keyboard, komm, ich spiele hier auch
das. Wenn ihr immer noch zuschaut, dann sagt bitte, Robin ist hässlich mit hässlich. Nein, hört auf, doch, in die Kommentare zu schreiben. Wenn sie bis jetzt noch zugucken, schreibt bitte genau sowas in die Kommentare, weil Robin kann das überhaupt nicht leiden. Hashtag Robin. Hey, willkommen beim Klangholz-Tutorial. Klangholz, das ist ein schönes Klangholz. Es ist ein Klangholz-Tutorial. Klangholz. Ey, wir haben echt Potenzial zusammen. Warte, ich spiele noch mein Lied, das hier? Hört sich das anders an, ja. Wie ist denn euer Bandname? Klangholz. Klingt wie so eine richtig neue, schlechte deutsche Band. So, habe ich alles einmal gespielt? Hast du bestimmt nicht. Oh, hier. Alter, wir können hier noch richtig Musik machen. Das sieht schon echt aus. Ey, wir können noch eine Runde Magic zocken. Da hast du als Kind schon drauf gespielt, mein Freund. Wir können eine Runde Magic zocken, können das für... Hallo, ich wollte jetzt mal... Oh, Alter! Guckt mal, ein Bakteriennuss da. Peinlich, peinlich. Die Bakterien kommen auch durch dein Hemd. Die kommen... Hast du nicht gehört, wie die durchgekrabbelt kommen? Das war jetzt. Ey, jetzt mal ernsthaft. Ich mach's extra ab, aber riech hier mal dran. Riecht das irgendwie. Es riecht nach Schimmelspucke. Ein bisschen. So schon ein bisschen. Da riecht man nicht dran. Riechst du das noch? Rein. Sind deine Polypen wieder? Oder ein bisschen. Riechen deine Polypen wieder? Ey, das hört sich an. Das hört sich an wie der Anfang von dem System of a Down. Ja! Nein, nicht wirklich. Weißt du, was sich anhört wie der Anfang von System of a Down? Das haben die auch mit so einem Instrument gespielt. Im Background. Man hört das noch nicht, weil das so. Die Frequenz ist so hoch, das ist schon wieder ein anderer Ton und so. Ja, haben wir jetzt alles gemacht. Ja, ich bin irgendwie ins Menü gekommen. Also, da soll keiner sagen, wir geben nicht alles, um Leute zu bespaßen hier. Das ist ja wirklich. Ist ja, wir können noch. Ach, wir haben noch keine Lesestunde. Das ABC kochen ist auch noch. Harry Potter. Hallo, die bitte wegtun, die sind von Anna, ja? Aber das haben wir immer heilig. Noch nicht. Ich fange einmal mitten im Buch an. Hey, gib mir die nochmal. Nein, die sind heilig. Koffer, magische. Manche Koffer haben mehr Platz, als sie eigentlich haben dürfen. Obwohl dies gegen die Regel für Muggel-Artefakte verstößt. Hast du noch mehr Seiten? Ne? Ja. Nee. Mad-Eye. Moody hat einen Koffer mit 7 Schlössern, von denen jedes einen komplett anderen Titel freilegt. Eines dieser Fächer ist sogar so groß, dass es in 3 Meter Tiefe der echte Mad-Eye schlafen kann. Was ist denn das für ein Buch? Das steht da vorne drauf. Lesen. Ich weiß nicht, ob die. Ich glaube, die sind. Ach, das ist ABC. Ganz schön hohen Alter. Wow. Dann, wie heißt die? Die hier, die Zauberschrampe? Ich glaube, die gehen noch. Ich glaube, die Kleinen gehen nicht mehr. Ne, die gehen nicht mehr. Hast du eine Hand verdrückt? Sind aber nur noch die Großen, die gingen. Ah, die geht bestimmt hier. Aber gegen die Wand gehen die Kleinen noch bestimmt. Siehst du? Ja. Was für ein krasser Typ. Kannst du gleich nochmal Staub sagen? Für ganz viel Scheiße aufkommt? Kannst du mal irgendwo über Kalle machen, dass es leuchtet? Ja. Mach's mal genau zwischen die beiden Bilder. Genau zwischen die beiden Bilder. Ja. Das ist ja aber nicht bei Kalle zwischen den beiden Bildern. Ja, ich meine, es geht mir nicht um Kalle, es geht nur darum, dass man es sieht. Ja, jetzt hat man es gesehen. Robin, nein, lass mal bitte noch einen Trick machen. Ich werfe dieses Buch hoch. Robin, Alter, ja, jetzt. Warte. Da brauchst du ein härteres Buch, ja, Daniel. Nee, da nehme ich aber eine große. Hast du hier ist eine große. Nee, aber das Buch ist schon gut. Also, es liegt nicht an dem Buch auf jeden Fall, wenn es nicht geht. Ich werfe es ungefähr hier so hin. Ja, ja, wirst du bestimmt schaffen. Ah! Ja! Hast du bestimmt schaffen. Man hat es gesehen. Jetzt natürlich auch das war, eins. Also das war First Try. Also das, dafür war es jetzt echt wert, das ganze Feedback das zu gucken. Das ist eine liebe Message. Bam. So, guck mal, Hashtag wie hart das hier? Das hat das ganze
Ja, das ganze Buch ist da. Übelst weggesprengt. Die Knaller hat man jetzt nicht gesehen, aber egal. Es hat übelst weggesprengt. Mächtige, mächtige Knaller. Das ist First Try. So, würde ich sagen, haben wir es jetzt, oder? Kochvideo. Ich habe nichts zum Kochen da. Und Review. Ich habe in der Regel kein Essen hier. Klar, ja, also diese Knallerbsen funktionieren äußerst gut. Robin, hier peinlich, dein Telefon macht Geräusche. Muss immer Wood by again. Kann man die so an der Hand, wenn man es hochwirft und mit der Hand davor schieben? Ja, also diese Knallerbsen, ich nicht. Falls ihr das hier seht. Ja, dann muss ich die Hand einmal davor halten. Seht ihr das? Die Knallerbsen? Ja, Daniel, hier, wir sehen so, das. So hier, also so hoch und davor. Oh. Und war jetzt nicht so, wie ich meinte, aber... Doch, mir ist so. Bei ihm ist in der Hand, Alter. Ey, das ist schwer. Weil ich geil bin. Daniel ist übelst geil. Los, gib mir nochmal eine. Ich mache nochmal ein Tutorial, wie man jetzt hier Knallerbsen hochwirft. Also man wirft die hoch und muss dann voll Schmackes... Mit Schmack? Hier, ich schaffe das jetzt auch einmal. So. Shit, das war down. Wow! Man hat es auch übelst gesehen, tatsächlich. Robin verkackt es immer noch, ja. Robin verkackt es immer noch beharrlich. Aber kannst du mal in die Richtung. Robin, komm, verkack mal. Boah, jetzt hier. Nein, ist so krass, die ist zweimal explodiert. Nur Spasten hier. Vor allem fliegt überall dieser Scheiß rum, gell? Ich hatte das schon mal in der Bude. Das ist ein ewiger Aufwand, das wieder wegzukriegen. Deine waren ja viel größer, Alter. Na, ich hatte so eine Monster. Was? Boah, Alter, was ist denn das? Gemeingefährlich. Falls ihr die hier seht. Schon? Ist die schon? Schweiß die nochmal. Ich schweiß die jetzt mal zusammen. Sexy. Was war das jetzt? Ich hab's angelegt, aber hab's wirklich angelegt. Das denken aber die Zuschauer. Ich Dummsinn. Passiert nichts. Wow, habt ihr diesen Knall gehört? Die Scheibe, füg den dann mal ein, Robin. So eine kleine Explosion. Die Atomexplosion. So eine kleine, genau. So eine, irgendwo da oben am Schrank. So, da geht's direkt in den Mülleimer. Aber ich find's geil, dass du das so hier machen kannst. Was? Machst so. Übelst krass. Mit Tschüsschen. Haben wir das auch? Jetzt habt ihr noch 10 Minuten schön mit Knallerbsen gespielt. Alter. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Macht haben wir es doch langsam. Was macht er jetzt noch? Was gibt's ihr könnt noch? Euch noch ein paar Kleider anziehen oder so. Das Haarcam-Tutorial. Also, wir haben hier einen handelsüblichen Kamm gefunden, wo auch eine Bürste. Rausgucken. Das ist eine handelsübliche Bürste. Handelsübliche Bürste. Wir testen die an jemanden. Na, dann streicht man hier. Das ist echt dumm. Also 100 Striche pro Tag, sagt man, bis die Hosen dann schön werden. Wenn man dann auch viel Lust hat, dann filmt man auch auf diese... Also dann kann man das hier auch erweitern mit 100 Strichen pro Tag. Dann kriegt man... Oh mein Gott, wie samtig glatt und weich diese Haare sind. Ich mache immer jeden Tag 100 Striche. Gekämmt hast. 100 Striche pro Tag, das heißt dann, das wird dann ganz gut. Ein Ehrengast kommt gerade rein. Guck mal, film auf den Ehrengast. Ja? Das kann ein Ehrengast. Alter, film mal drauf. Nee, du musst selber filmen. Halt mal drauf. Alter, wer ist denn das? So, und dann kann man hier so rum im neuen... Ey, das steht ihm richtig gut. Boah. Das sieht aus wie Thomas Anders. Das sieht richtig geil aus. Oh, so ein... So, also hier handelsübischer Kamm. Alter, richtig schön ist das. Was? Scheiße. Ich hab mich selber geschnitten, das ging der ist jetzt da drin, ich krieg nicht mehr raus. Ja, oh. Ich stupse ihn einmal an. Er stupst ihn an. Also man nennt ihn dann und dann kämpft man sich. Er ist richtig schön, wirklich. Er kämpft sich vor allem für Kettrum. Ja, das musst du so machen, sonst fusen ja die Haare. You're my heart. So, handelsüblich. Richtig schön. Man kann ja auch ein Schminktutorial machen mit Daniel, ist kein Ding. Ein Schminktutorial? Ja, mir ist es geil. Ich bin ja nicht. Nein, nicht mich. Wen denn dann? Ja, so, den. Wenn wir den Rücki einmal hier haben. Nein. Der ist einmal hier. Komm. Einer muss hier geschminkt werden. Es gibt, ich glaube auch. Du hast ein exklusives Schminktutorial. Ich denke, so nur auf 10 Minuten immer haben. 16 Minuten haben wir noch. Alter, was? Da können wir den noch schminken. 1,44. Da können wir den noch schminken. Guck doch mal in die Kamera. Ich würde sagen, er wird gar nicht gefragt. Ja. Ich bin auch dafür. Warte. So. So, wir schminken den jetzt. Schminktutorial. Wir kommen beim Schminktutorial mit. Foundation. Und hier ist eine Foundation. Boah, Alter, das kann mir. Also, so selbst filmen als YouTuber, das ist schon. Hier ist so eine schon, Foundation. Ich filme hier gerade so ein bisschen. Den, ja. Ich? Na klar schminkst du. Ich hab davon ja gar keine Ahnung. Wie schmink ich denn jetzt? Jetzt zu spät. Übrigens hier. Stehen Sachen drauf. So. So, Schmink, hast du die Foundation schon aufgetragen? Machen wir jetzt bitte mal einen Schmink. Zeig die doch mal bitte in die Kamera. Alter, er muss mal erstmal das Ding abnehmen, die Brille meine ich. Ich krieg dafür kein Geld, dass ich das sage, aber das ist ein sehr gutes Produkt. Sehr gut. Er kriegt dafür kein Geld. Das ist von Anwendung.
Könnt ihr jetzt mal bitte den, ja, den jetzt mal hier, aber das Licht ist zu schlecht. Ja, aber Foundation ist da jetzt echt ein bisschen abartig, oder? Ja, ja, ich will dann noch weg. Wir schminken dem die Augen nur. Ja. Und die Lippen ein bisschen. Schöne Augen, da wird Robin, kannst du bitte mal für gutes Licht sorgen Augen jetzt hier, ja? Was? Für gutes Licht sorgen. Doch mal den, ja, warte. Ich sorge für gutes Licht. Ja, nimm mal die Sonnenbrille, die Brille ab. Die Sonnenbrille, die so. Sonnenbrille, die so. Immer. Was fangen wir jetzt an? Ich habe hier ganz tolle Sachen in meinem, guck mal, immer hier die Schminkdingens. Daniel. Schatten. Lidstrich, ne? No? Hey, das Liemchen ist ausgegangen. Ja, das ist auf Auto. Wow! Das ist auf Auto. Das war echt gruselig. Auf Auto. Jetzt. Er ist schon ganz aufgeregt, Daniel. Was zeigst du denn dann? Ich habe jetzt hier Schminke für Smoky Eyes und da rühre ich jetzt drin rum. Kannst du Smoky Eyes? Nein. Das aber das ist egal. Oh, jetzt bin ich so geblieben. Ich muss die Augen, glaube ich, zumachen. Wir hätten doch eine Foundation, Augen zu. Siehst du, da zittert, wirst du, das klassische Schminkopfer. Die fangen da immer an zu zwinkern. Das ziehst jetzt hier so hoch, da wirken die so ein bisschen... Mach die Augen nicht auf, sonst erblindest du, Mann. Schön, guck. Wenn du das so machst, dann wirken die Augen... Zeig doch mal die Striche, das muss doch ein bisschen... Hinterher... Nee, wenn du das so machst, wie ich das jetzt mache, dann wirken die Augen hinterher viel, viel, viel größer. Warte, du bist nicht dran rumschieben. Hört ja riesen Augen, Alter. Kurze Pause für seine Augen. Nee, guck mal, Disco machen. Guck. Aber er wird nicht mehr geblendet. Das macht schon übelst was her, oder? Ja, fast für Amy Winehouse. So fürs Smoky Eyes. No. Hallo, bisschen. Ja? Bisschen jetzt. Wir haben jetzt das Licht mal kurz ausgemacht, bis du hier wieder was Neues suchst. Ich habe jetzt keinen Schminkpinsel, aber ich habe welche, die sind zum Malen da. Ah, ganz professionell. Okay, wir machen das Licht mal wieder an. Machst du Augen nochmal zu, weil jetzt wird es nämlich smoky. Dann mach mal hier so. Scheiße, es geht nicht. Erklär doch mal, was du machst. Ich nehme jetzt hier diese schwarze Farbe ganz professionell mit dem Finger und schmier das hier so hoch. Oh, die sind jetzt so ziemlich smoky, das hier oder? So, finde ich auch. Mach mal die Augen auf und zeig mal. Guck dir das mal an. Oh, Alter! Die wirken gleich viel größer. Seht ihr, hab ich's euch nicht gesagt. Aber roten ganz Lippenstift wichtig ist jetzt, so hast du noch, oder? Ja, das geht. Aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen Rouge. Weil ich hab jetzt... Ich, mach mal lieber die Augen nochmal zu. Professioneller Rouge. Achso, die auch. Dann nimmt man den Stift auf den Finger. Dann macht man so hier. Und dann hier. Dann hier. Er hat auch, glaube ich, richtig Freude dabei. Er guckt ihn also, euch an. Diese Rohstuhl, den musst du mir mal empfehlen. Also, den kenne ich gar nicht. Ist das hier also geht das schon. Jetzt guck mal, er hat aber auch wirklich glänzende Haut. Zumindest die Stirn so ein bisschen, sieht er, wie das glänzt. Es war jetzt alles so ein bisschen matt hier. Siehst du? Wie das matt wird. Wie das sofort das matt wird. Das auch an der Nase machen. Das so ein bisschen. Ist instant matt. Der hat auch wirklich jetzt, der ist jetzt aufgeregt, da schwitzt er ein bisschen. So. Es ist echt ganz schön abgefuckt. Alter, Robin! Schön, natürlich. Das Problem ist aber, was wir jetzt... Hallo. Wir sehen ja jetzt auch hier, die Augenbrauen, die fallen zu wenig auf. Einfach so ein Gesamtbild. Ja, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Ist das relativ, wenn wir die noch so ein bisschen betonen und das hier einfach noch so ein bisschen verlängern... Ist das schon mal ganz hübsch? Ey, der rote Lippenstift fehlt auf jeden Fall. Ja, der kommt doch noch. Nee, hallo. Nicht, dass der mal Angst kriegt. Nein, der hat keine Angst. Der kriegt Lipgloss. Das ist, wir wollen ja erstmal langsam anfangen. Guck mal, wir machen das hier drauf. Das glitzert nämlich auch. Oh, Alter, dieser Glitzereffekt. Entschuldigung, das habe ich an die Zähne geschmiert. Jetzt machst du mal. Verschmierst du mal richtig schön? Und weil wir da jetzt aber auch so ein paar Akzente setzen wollen, zeig mal deine Knutschlippen richtig. Mach ich. Oh yeah, oh yeah. Zieh mir das schon so. Abgerutscht. So, guck. So. Tages-Make-up. So, und dann muss man ein Selfie machen. Gib ihm mal bitte jemand eine Kamera jetzt. Er muss ein Selfie machen. Ist ja nicht so, als würde schon einer auf ihn zeigen. Na, Süße? Siehst du, das wirkt sofort. Das ist wirklich, also an sich siehst du ziemlich geil aus. Das ist schon... Also, die Lippen sind ein bisschen schief gegangen. Es sind nur die Lippen schief gegangen quasi. An sich sieht es aber toll aus. Ansonsten Smokies Eyes. So habe ich mir das vorgestellt. Wie groß deine Augen jetzt sind. Es ist halt wirklich nur die Lippen sind ein bisschen lang. Ansonsten auch mit dem Rouge. Scheiße, ich will hier Schmortz mit Neigen. Innerhalb von 3 Tagen haben wir 2 Leute echt transsexuell geschminkt. Kriegst du gleich geschickt? Nein, er muss ein Duckface machen. Kannst du bitte von oben herab fotografieren? Hallo, das ist voll schön. Nein, er braucht ein klassisches Duckface. Hast du es gerade aufgebeautied? Ja, machen wir halt noch ein Duckface. Jetzt haben wir auch so Schminke. Hallo, nicht, dass die Leute meine Nummer sehen. Ach, guck. Jetzt machen wir mal ein Selfie, wie wir uns filmen. Hm. Das ist dumm. Gehen wir mal die Hände waschen. So, haben wir jetzt auch einmal. Wem schickst du das alles? Gerade im Moment Maggie. So. Was muss ich jetzt machen? Ein Duckface. Boah, das ist gut gelungen, ja. So, und jetzt sind wir, glaube ich, langsam echt ganz schön durch. Na, ich habe halt echt auch gelesen, also das war mal in der InTouch, dass Brillenträger ein bisschen mehr Make-up nehmen sollen, weil das hinter der Brille sonst ein bisschen untergeht. Ah ja.
stimmt. Ich setze mal die Brille auf, dann wirkt es richtig. Gucke jetzt mit den Augen voll. Echt gut. Das ist echt gut. Kalle, lach nicht, du siehst dadurch echt sein. Irgendwie gleich 20 Mal so fröhlich aus, weil die Mundwinkel so ab nach oben gehen. Und so in den Rouge übergehen quasi. Ja. So, und jetzt würden wir gerne noch den Kuss sehen zwischen euch beiden Süßen. Ja, also ich würde dich mit nach Hause nehmen heute. Ja, mach mal. Mach mal, jetzt machst du jetzt was. Komm, ja, nimm ihn jetzt mit nach Hause. Ich gerade angebaggert. Mach mal die Perücke, Robin, die Perücke. Perücke! Oh, guck mal, hier nochmal ein Let's Play live. Wir fliegen im Helikopter. Der brennt Daniel, schon fast. Überraschungsgast. Oh, blonde Haare. Thomas Gottschalk. Doch, jetzt. Doch, das jetzt. Ist wieder da. Doch, nächstes Mal kommst du so, oder? Ja, jetzt haben wir alles gesehen, glaube ich. Also viel mehr können wir jetzt gar nicht machen. Ja, ich glaube, der... Nee, wir haben noch. 8 Minuten. Kalle, also ich glaube, wir reizen das bis zum Ende aus. In 8 Minuten kann ich noch immer... Also jetzt würde ich gerne noch einen Kuss sehen. Ich zeige euch mal kurz das Let's Play, dann kommt ihr euch kurz näher. Kalle! Oh ja? Kalle, nee, ich dachte, Kalle. So, Let's Play, wir fliegen Helikopter. Und jetzt sitzt keiner mehr da. Romant... Oh... Oh yeah, romantische Situation. Seid ihr euch näher gekommen? Guckt euch doch mal verliebt an. Das wird die Vergewaltigung, was ich mache. Wie sie sich immer abwechselnd angucken. Weil er es nicht rafft, weil er guckt. Oh Mann, das also, das müsst ihr noch üben. Ja, lieber Verliebung. So, ich gebe jetzt mal, die Aufmerksamkeit wieder weiter. Ja, an mich oder was? Es wird noch ein richtig krasser Cliffhanger. Ja, ja, stimmt. Cliffhanger. Wir müssen uns schnell eine Story aufbauen lassen. Lass mal Storyboard schnell entwickeln. Schnell Storyboard, wir brauchen Zettel und Papier. Hier ist was. Ja, sehr gut. Pappe eingehüllt, damit die das geht. Neue Unboxing von Pappe. Zack, da ist es. Ja, ey, doch. Das ist ein Moustache. Ey, das ist ein sehr gutes Produkt. Ich finde auch, dass das... Oh nee, ist das schlecht. Ja, guck, könnt das was aufschreiben. So, Storyboard. Ich halte fest, ihr schreibt ja. Übelst ja. Teamwork. Also... Das ist quasi der Storystrang, ne? Ja, du machst Storystrang. Hier ist dann die Klippe und hier hängt dann der Cliffhanger dran. So. Hängt der nicht eher irgendwo hier unten schon halt? Naja, der hängt halt hier so runter. Mhm. So, ich dachte, das wäre die Klippe, die ist ja nicht hoch, also es macht jetzt nicht unbedingt Angst. Doch, wo sind wir jetzt? Die geht gerade? Ja hier ins Endlos. Wir sind jetzt 8 Minuten vor der Klippe, 7 mittlerweile. Also sind wir jetzt hier. Und hier ist der Anfang. Also. Hier fing es an, dass wir Leute transsexuell geschminkt haben. So, einmal. So, hier fing es an. Wir sind jetzt bei 6 Minuten. Hier Storyboard updaten. Hier ungefähr ist das Klo von Anna. Storyboard updaten. Hey, da hier ist der informative Gehalt von, ey, Leute. Da sind hier aber die Knallerbsen. Hier sind die Knallerbsen. Und die Seifenblasen. Und das Buch mit der Knall. Und das Buch. Das Buch ist hier. Tolles Buch. Was ist denn das bitte? Das ist kein Buch, oder? Das ist doch kein Buch. Ich male jetzt nur noch durch diesen Bildschirm hier. Okay. Ist okay. Was machen wir jetzt hier? Ja, du musst noch das Storyboard erweitern. Na, das ist ja... Das ist hier ja, war noch ein englischer Cut Scheiße. Drin. Du hast den ein englischer Cut, der ist hier so drin. Das war ja nur ein kleiner Schritt. Aber der war weiter hier. Der war weiter hier. Da ungefähr, so mittendrin. Weil es wird rausgeschnitten. So. Also das seht ihr dann gar nicht. Hier unten ist Kalle mit seinem Controller und Desinteresse. Was? Mit dem Auge und dem Mund. Ah, ach du Scheiße. Was ist denn der Controller jetzt? Wo ist denn der Controller? Das ist die Brust. Das ist eine Doppel. Das ist sein Hintern. Sieht man uns jetzt? Ja, man sieht, dass es Kalle ist. Er fährt jetzt einfach mal Auto. Mit seinen zwei Händen. Das qualmt. Ich muss noch machen. Hier ist ein Penis. Oh nee, warte mal. Penis. Ich muss mal kurz das Storyboard aktualisieren. Warum meinst du, kam er dieses Blatt da mit an? Ja, er fliegt gerade in einem Flugzeug, im großen Flugzeug. Jetzt musst du uns neues Storyboard machen. Das musst du aber hier hin jetzt. Das muss fast. Kannst du bitte mal hier noch den Pippus malen? Bei 5 Minuten musst du das jetzt machen. Wir sind fast. Was ist denn das bitte für ein Flugzeug? Vielleicht ist das gar kein Flugzeug. Du gehst dir mal das Gesicht waschen jetzt. Das ist ja peinlich, wie du rumläufst. So, und jetzt brauchen wir aber hier. Hier ist der wichtige Punkt. Ja, wir haben jetzt noch irgendwie. Wir sind jetzt hier. 4 Minuten. Bei 4 Minuten sind wir jetzt. Ja, also sind wir hier quasi. Und jetzt müssen wir hier echt, in diesem Momentum müssen wir jetzt echt noch was reinbringen. Ich muss pullern. Oh, das ist wie gut. Er sich das Gesicht wäscht. Wie er sich das Gesicht wäscht. Das ist doch kein Cliffhanger. Nee, wir wissen ja, wie er vorher aussah. Aber nicht, wie er aussieht, wenn er halb abgeschminkt ist. Vielleicht kriegst du das nicht ab mit einem, weil dann siehst du echt traurig aus und wie ein Emo. Ich kenne das, ich habe das jeden Morgen. Wir nehmen das mal hier in die Mindmap mit rein, oh, Emo. Ich mach das mal eine weiter. Und jetzt, der Cliffhanger fehlt.
Mach jetzt mal schnell eine Idee, wir müssen das auch noch filmen. Stimmt. Hier bei Just Cause gibt es eine Ecke in der Map, wo von Lost dieses Herd nachgemacht wurde. Boah, das ist ein Cliffhanger, oder? Nee. Das hat er jetzt schon gesagt, wie es aufgelöst wird. Oh Mann, du löst schon auf, bevor es am Kliffen hängt. So, Leute. Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. Vor allem, wenn wir den Cliffhanger, also das Ende vom Cliffhanger, nicht weiterfilmen können, wird es ja nie aufgelöst. Das hat mit Feedback überhaupt nichts mehr zu tun. Also, Cliff, der Arme. Der davon ist halt echt nur Bullshit. Wenn es nicht Feedback, dann ist es einfach Bullshit. Bullshit-Feedback. So. Ist die Zeit rum? Nee, 2 Minuten haben wir noch. 3 Minuten können wir dich beim Rauchen noch singen. Singt ein Lied. Du kannst auch gut singen. Ach, ist das Kind in einem Tee ein Fussel, Simsalabimbamba, Saladu, Saladu. In einem Tee ein Fussel lag. Wie habe ich das weitergesungen? Ist aber egal. Also ich singe immer Rentner im Park, Rentner im Park, Rentner im Park, tot. Gut. Das ist mein Lieblingslied. Ja. Oh, das stellt gar nicht so schnell scharf. Sing doch mal das Lied von Dragon's Dogma, was du so schön singen kannst. Wir könnten jetzt hier nochmal einen Pfeil auf Kalle schießen. Nee. Der hat echt. Das Ding hat Wumms ein bisschen. Ja, deswegen. Ist hier noch eine Pappe irgendwo? Nein. Warte hier. Ich habe aber Fragen, bevor du Alice benutzt. Können wir einen Pfeil auf Kalle schießen? Wenn ich das jetzt hier halte. Halt es irgendwie nicht. Hörst du das? Warte, ich halte es euch. Komm her. Nee, warte mal, aber hier ist eine Pappe. Kriegst du die durch? Ja, die ist halt echt klein. Der ist nicht so präzise. Hallo, wenn ich schieße, ist der präzise. Wenn wir mal hier durchschießen? Ja, müsst ihr irgendwo hinhalten, weil es ist schon ein Vorteil. Ja, dadurch wird es wahrscheinlich nicht gehen. Brauchst du ein bisschen weniger. Nimm doch die Pappe von der Klobrille, die liegt doch irgendwo. Die Pappe von der Klobrille? Ah, die Pappe von der Klobrille, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Aber ich glaube, Anna musst du lange halten. Ich halte es nicht. Nein, die Kamera. Die Kamera, ja. Ach so. Kannst ja auch über die Wand gehen, das ist ja scheißegal, ob da steckt irgendwo. WC setzt Apfel Green. Apfel Green. Doch, der kann auch zurückkommen, das tut dann weh. Haben wir noch Zeit? Volle 2 Minuten. Alter. Ich geh weg. Warte, Tarzan. Ich bin schon mal zurückgekommen. Hallo. Du musst es eigentlich von hinter mir filmen. Ja, ich kam aber nicht hin. Badass, Alter, da randaliert der hier. Ich? Das war ich. Achso. Alter, da randaliert der hier. So. Das ist richtig hell. Wo steht denn euer Ziel? Ja? Jetzt hier sitzt Apfel Green. Badass. Soll ich mir lieber das Licht ausmachen, sonst bist du so im Fokus. Bin ich jetzt Badass? Boah, jetzt Badass, Alter, los. Ich zieh. Shit. Du hast nächsten Pfeil auf. Schneid das raus. Warte, wo sind die krassen Pfeile? Schnell! Ach du Scheiße. Eine Minute! Oh mein Gott! Warte, wir müssen das sehen, wie das... Nein. Du hast da reingekommen vom Flug. Ich bin jetzt erwischt. Holgi, Vorsicht! Ach so! Was denn? Okay. Los, jetzt 3. Zack. Oh, los, ein noch. Zack, hier. Aufziehen. Oh, jetzt ist aber schwer, weil jetzt ist die Auftrittsfläche nicht... 90 Grad zu dem Pfeil. Flug. Ich bin jetzt dran. Ich mache jetzt im Stehen. Tarzan? Boah, jawohl. Gut, warte, ich sehe noch nicht die Eintritts. Eintritts. Hey, wo ist denn der Auftritt? Schaff ich auch noch. Schnell, Rücki. Nee, hey, das ist Rücki. Rücki! Zack, alle ins selbe Loch. Alle ins selbe Loch. Wie gut er bei 0 Minuten schießt. So, Hammers. Ja. Aber jetzt kommt noch der Cliffhanger. Sag einen Spruch. Wisst ihr eigentlich, was wir Kalle zum Geburtstag geschenkt haben? Wisst ihr das eigentlich? Es war nämlich was. Kalle hat sich übel. Der Aufwand, als ich da mit meiner Hand. Ja. Und das war schon. Ich habe fast gekotzt. Also, es war echt. Und als wir gewackelt haben. Als es so geschehen. Also, ich muss sagen, ich weiß es, aber die sagen es euch bestimmt gleich. Das wünscht sich, glaube ich, jeder. War ein scheiß Geschenk an sich, aber so an sich. Es ist auf jeden Fall ein Geschenk, was man. Einmal im Wenn Leben. Das so hilft. Wie oft hast du das in deinem Leben gekriegt? Ah, zweimal. Dreimal? Ja, aber ja, am selben Geburtstag. Von jedem eins quasi. Und wenn du das so gehalten hast, dann hast du es so geschüttet, hast du bei einem von den beiden hast du das richtig gemerkt, wie das. Alter, aber. Schüttelt. Alter, das ist echt so